Then they hear a rumble on the floor. It's a big surprise they're waiting for. And all the couples, they form a ring. For miles around, you hear them sing. Ring-o-da-da-dee-do-da-da-da-da. The road is dark and the sea is old, where the gun is cocked and the bullets cold, where the miles are marked in the bottom of gold. I'll meet you further on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing that keeps me out of the cold. I'll meet you further on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning will rise, I know. I'll meet you further on up the road. In the desert, just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know, but I've got that fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning will rise, I know, and I'll meet you further on up the road. Ich bin schon gut dabei, ja, wenigstens habe ich ein bisschen Bier mitgebracht.
Das ist die, der wollte auch noch kommen, oder? Ja, hat sie gesagt. Ah, ja, da ist sie schon. Hallo, hallo. Ja, grüß dich. Was macht denn die hier schon wieder? Oh. Nur am Saufen, ne? Das war am besten, gell? Wir sind vorhin hier aufgewacht. Naja. Ich hab gehört, ihr wollt hier heute auch ein paar Bier verkosten, oder? Naja, Probe, ein bisschen Bier trinken. Du musst erstmal hier die Fusseln von der Brille machen, ja, sonst siehst du da nichts. Ich muss so improvisieren. Ach so. Naja, schön, herzlich willkommen. Was seid ihr denn überhaupt für eine Band? Ich habe den Namen vergessen. Elbache and the Gospel Singers. Ist doch nur ganz einfach zu merken, Mensch, Stine. Elbache and the Gospel Singers. Und ihr macht was für Musik? Na, Gospelmusik. Gospelmusik, aber gefährliche Musik. Ah, deswegen auch der Hashtag verboten für heute Abend. Wer weiß. Vielleicht liegt es auch in den Getränken, die du heute mitgebracht hast. Ich? Ich habe nichts mitgebracht. Ich habe gehört hier, ihr seid so eine coole Band, wo irgendeiner, glaube ich, selber Bier braut. Echt? Der andere immer in Tschechien Bier einkauft und sich da ziemlich gut auskennt. Und da ist der Kühlschrank voll. Und ihr braucht einen heute Abend, habe ich gehört, zum Livestream, der so ein bisschen Kommentare liest und so ein bisschen das Niveau volle Bier trinken zuständig ist. Und ab und zu mal was erklärt, wie viel Bier kippt man ins Glas und, ja. Wie viel Bier kippt man ins Glas, ne? Also ich meine, bei so einer Verkostung, naja, wie auch immer. Apropos Bier ins Glas kippen. Ja. Da Twente hat doch hier was mitgebracht, oder? Was hast du denn da? Zeig mal her. Ja, das Sündebräu Hell, ein Helles. Eigentlich nicht so mein Fall. Helles eigentlich, weil nur zu lasch und zu, naja, schwach auf der Brust. Das nennen die doch in Bayern immer. Aber das hier ist mal was ganz anderes. Da merkt man halt typisch Sünde, ordentlich Hopfen drin. Und ja, deswegen auch meine Empfehlung für euch heute Abend. Als erstes Bier. Na, dann schenk das mal ein. Mmh. Also. Ja, das. Ist was passiert? Genau. Oh. Die technischen Probleme gleich am Anfang. Nee. Übermächtige Technik. Genau. Dann können wir ja mal diese Flasche da vorne kurz wegnehmen, die da ganz vorne steht. Und vielleicht dann das Helle da vorne hinstellen, oder? Ja. Dann kann jeder das sehen. Genau. Ja, also um nochmal ganz kurz das mit der Vorstellung zu beenden. Also ich bin Stine, die einen oder anderen kennen mich vielleicht schon vom Dr. Hobbs. Elbache and the Gospel Singers, verbotene Musik, gefährliche Musik. Und warum machen wir das eigentlich heute Abend? Das ist keine Dr. Hobbs Konkurrenzveranstaltung, sondern weil Dr. Hobbs Sendepause ist im Moment, haben wir uns gedacht, oder ich habe mit meinem auch Mini-Bier-Projekt, Umbrella Beer Project, wir haben uns überlegt, dass wir immer mal so Sachen zusammenbringen, die zusammenpassen, Bier und Musik zum Beispiel, oder einfach verschiedene Leute zusammenbringen und dabei Bier trinken und auch über Bier reden. Und deswegen machen wir das heute Abend einfach mal und gucken mal, wie es läuft. Genau, und vielleicht gibt es dann zukünftig noch weitere Auflagen, ab und an mal, wenn Bedarf ist oder Zeit dafür ist. Und Mensch, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ihr habt das ja hier schon mal ganz gut eingeschenkt, ne? Zwar fast 0,2, meistens für euch zu Hause macht man sich ja so 0,1 bei einer Verkostung. Ist meistens, ne? Ach so. Das ist trotzdem noch ein Helles. Naja, das ist zum Einstieg ganz gut, ne? Aber jetzt... Wie trinkt man das jetzt? Einfach reinschütten? Na, erstmal rieche ich mit dran, oder? So. Ich bin gleich verschnupft heute, aber... Ja, riecht hier irgendwas? Bier. Ach, was riecht nach Bier? Oh. Bestimmt gleich mal ein bisschen mehr. Ach so, Moment. Du hast schon getrunken? Nee. Und hast dich beschwappert. Und warum? Ich habe nicht getrunken, deswegen habe ich mich beschwappert. Wir haben doch gesagt, es wird nicht getrunken, bevor nicht der Trinkspruch gesagt wurde. Trinkspruch. Habt ihr doch gelernt beim Dr. Hobbs Tasting, oder? Immer ein Trinkspruch. Den aufsagen und dann habt ihr einen parat? Oh, 13, 14 hinterstürzen. Ich oder? Weiß nicht, das klingt so
Das klingt so nach Masse statt Klasse. Wie wäre es denn mit, warte mal, wie wäre es mit 7? Irgendwas mit 7. Wir trinken doch heute 7 Biere. Und ich habe gehört, die 7 ist die Holy Number. Vielleicht 7 goes to heaven? Was ist das für eine Sprache? Das ist Englisch. Ah. Ich habe gehört, ich muss hier mein Bluetooth ausschalten, das mache ich. Und ich kann euch auch gleich noch sagen, live in der Kamera, warum ich das iPad nicht nehme. Weil es hier nicht im Wi-Fi ist. Das könnte höchstens mal einer nehmen und könnte das dort eingeben. Und ich mache das mal hier ganz schnell aus. Na, was denn nun? Wollen wir? Habt ihr noch Vorschläge? Komm, wir können es doch auch mal trinken. Vielleicht was mit 17, ja? Ich würde 17. Was Interaktives machen. 17. 18. 20. Nein. Prost. Zum Wohl. Gar nicht mal so schlecht von alles, ja? Sinnefrei hier. Also, ich würde mal sagen, vielleicht solltet ihr da ein paar Samples nach Bayern schicken, dass die endlich mal wissen, wie helles gemacht wird. Kannst auch noch was lernen. Mhm. Ja. Und die Hellen aus Bayern schmecken dir nicht, sagst du, 20? Die meisten nicht, sind ein bisschen zu lasch halt. Zu potent? Nee, geschmacklich einfach. Ich trinke halt gerne Pilz, so schön kräftig, bitter, erfrischend. Und so ein Helles ist halt so, naja, ja. Mir ein bisschen zu wenig, meistens. Aber das ist wie gesagt ein anderes und das finde ich klar. Aber da kannst du ja froh sein, oder warte mal, also ich meine, da kannst du ja froh sein, dass du hier auf die Sündebrauerei aufmerksam geworden bist. Ja. Und dass ihr auch hier proben dürft, weil Sündebräu ist ja bekannt dafür, dass die immer ordentlich, also ordentlich den Hopfen zu geben und nicht so sparsam sind und den nur daran vorbeitragen. Ja, ja, muss man sagen, ist schön herb. Ich glaube, es ist, nein, ich glaube nicht. Ich habe mich befragt. Nico sagt, es ist mit Saphir gehopft, genau. Ist nicht zu aufdringlich, die ordentliche Menge. Und ansonsten Pilsnermalz, klassisches Helles, aber eben mit ein bisschen mehr Charakter. Ja, und das, was ja Nico auch hat. Und der Rest von Sündebräu. Und Mensch, Twenty, ich habe gehört, du kannst mit Computern gut umgehen. Vielleicht kannst du einfach mal mein Bluetooth ausschalten. Ach, weil ich kann das normalerweise selber, aber das ist gerade zu viel für mich hier mit Bier und Technik und dann noch mit euch reden. Man muss halt Prioritäten setzen. Lauter Männer mit Technik oder Trinken. Und Sonnenbrille und das ist, naja, ich weiß nicht. Tja, da trinkt man also 7 Biere. 7 Bier? 7. Waren das immer 7? Naja, ich dachte meistens, ja, es ist meistens so 6 oder 7 in der Verkostung. Gibt natürlich auch in Lingen, da trinkt man 9 oder 8 und ein Zwischenbier. Immer noch ein schönes Zwiebi. Genau. Aber wir sind ja hier noch nicht so ganz gut im Training, von daher, ja, und man muss ja auch manchmal ein bisschen kleine Brötchen backen, das dann ein bisschen röder angeben. Ja. Na schön, Twenty Mensch, da hast du doch gut, dass du es mitgebracht hast. Ja, denke ich, zum Anfang genau das Richtige. Ansonsten, also hier in der Brauerei gibt es jede Menge von diesem Bier, also wahrscheinlich noch nächste Woche. Hey, du, guck mal hier. Das wahrscheinlich, das wahrscheinlich. Das sind da sitzen Tauer. Da sitzen Typen. Glück auf. Die sehen genau aus wie Bier. Die trinken auch Bier. Zeig mal her, geht's jetzt? Ah, sehr schön. Seit 8 Minuten trocken, der Till. Das liegt aber nicht an uns. Also, ja, aber ich meine, das trinkt sich schon schön schnell weg. Mit alle, ja. Gefährliches Bier. Aber Stine, wie ist denn das? Du bist ja die Bierbaroness. Ja. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Und ein Helles sollte doch eigentlich ein bisschen so schwefelig schmecken. Naja, man sagt, wie ist das? Man sagt halt, dass man daran, wenn man zum Beispiel eine Blindverkostung macht und die Biere erkennen soll am Geruch, am Geschmack, dass ein Helles oft so einen ganz leicht schwefeligen Touch hat. Also
eher im Geruch, vielleicht auch im Geschmack, ja, mehr im Geruch. Aber das ist auch immer eine Wahrnehmungssache, ja. Und das ist einfach die Jahrungsnebenprodukt, genau, von der Hefe auch. Oder was sagen die Hobbybrauer dazu? Sie, Herr Hobbybrauer. Helles. Brauen Sie helles, auch Helles? Nee? Nee? Was ist denn da so im Sudkessel? Na, eher ein Ale. Ein Ale. Na, was ein Ale ist, da, darauf kommen wir ja später noch zu sprechen, ne? Naja, da gibt es ja so spezielle Sorten. Da. India Pale Ale. Trocken gehopft. Und so weiter und so fort, ne? Ja, das kommen vielleicht noch komische Fragen auf hier. Können wir vielleicht heute Abend doch endlich mal klären, was eigentlich ein IPA ist. Naja, aber vielleicht wissen das ja schon viele und möchten uns das erzählen. Oder es gibt, ich kann es auch hier so lassen einfach, ne? So als Unterstellendings. Na, gibt es denn schon Meinungen vom Publikum zu dem ersten Bier? Achso, das ist vielleicht auch noch eine wichtige, also dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie ja dann, können wir dann auch was dazu sagen. Oder wir sehen hier auch, ja, wie es euch so geht. Ob wir zu schnell trinken, zu langsam. Ja, ihr habt schon ausgetrunken. Wir trinken nicht zu schnell. Wenn, dann trinkt das Publikum zu langsam, ist ja wohl klar. Ich habe die Befürchtung, dass das ein generelles Problem dieses Abends werden könnte. Was genau? Zu langsam trinken. Dass die anderen zu langsam trinken. Naja. So. Ein bisschen Wasser ist für zwischendurch dann auch immer ganz gut. Wollt auch schon nochmal hier, guck mal, hier was. Ja. Zum Ausspülen, bevor das nächste Bier kommt. Aber wie ist denn das eigentlich? Spielt er jetzt auch noch einen Song? So nach so einem Hell? Naja, dann erstmal. Und bevor ihr zu viel trinkt? Haben wir gerade hier geprobt. So. Machen wir nachher. Wir nehmen erstmal noch eins. Ach, kippen, oder? Naja, da könnt ihr alle schon mal zu Hause Bier Nummer 2 bereitstellen. Also ich meine, das brauchen wir jetzt auch hier, so wie ihr unterwegs seid. Ja. Na, aber? Ja, da kann ja hier der Kühlschrankbeauftragte, kann sich ja schon mal nützlich machen. Man kann das einfach mal... Na, was ist denn das zweite Bier? Siberia, Hobby Tree Friends. Alles klar. Eine grüne Dose. Gut, dass ich vorhin schon mal geguckt habe, was ihr hier so habt. Dass ich einen Fahrplan gemacht habe, dass ihr einen Fahrplan habt. Wenigstens genau. Alle, die einen Plan hat. Also ihr zu Hause, grüne Dose, große grüne Dose mit Siberia-Aufschrift. Das trinken wir jetzt als nächstes. Was sagt denn das Publikum? Gibt es Meinung zum Hellen? Aus Hamburg, von der Kervido. Kreativbrauerei kommt solide. Ja. Hallo Olli. Schön, dass du zuschaust. Schön, dass du zusäufst. Ja, wir freuen uns auch schon auf Bier Nummer 5. Das kommt nämlich von der Kernbierbrauerei aus Hamburg. Genau. Und der Florian aus Magdeburg, guten Abend. Schmeckt, aber es ist auch bei euch sehr leise. Muss ganz schön aufruppen. Also wir sind zu leise. Aha. Wir müssen lauter sprechen, ja. Wir müssen lauter sprechen. Lauter, lauter, Lauterbach. Mit zunehmendem Pegel wird das dann schon. Wir kriegen das hin. Wir sind erst langsam und leise und dann... Austine, du darfst nicht vergessen zu trinken. Wie war der Trinkspruch? Sitzen, 18. 20. Nein. Nein. Ach so. Nee, die Baronesse bekommt zuerst. Nee, macht ihr mal, komm. Nee. Das ist doch hier Gleichberechtigung. Okay. So, wie sagst du? Nur 0,1? Nee, ich mach mal ein bisschen mehr rein, oder? Nee, also das ist ja so die Standard-Tasting-Menge. Wir haben ja jetzt hier so ungefähr immer 2 Bier. Also ich würde nur 0,1 nehmen. Wurde mir vom Arzt empfohlen, vom Doktor. Das ist die ausreichende Menge. Ansonsten, das sind ja auch 0,5er Dosen. Also quasi am besten teilen sich immer zwei Leute eine Dose. Ungefähr so. Aber Moment.
Bier auch extra. So, da wir uns ja jetzt so langsam aufgewärmt haben und nun auch hoffentlich besser zu verstehen sind, machen wir das mal mit diesem, wie man das macht heutzutage in Funk und Fernsehen, mit diesem Professionellen hier angucken, erstmal das Bier angucken, wie sieht es denn eigentlich aus? Meins sieht ein bisschen grün aus gerade. Das könnte aber durchaus am Licht liegen. Ja? Naja, ist bestimmt goldgelb, würde ich sagen. Ja, das Schaum, ja, ist schon ein bisschen grün. Hat auch einen schönen Schaum. Chronisch grün-gelb. Und der Name Hoppy Tree Friends, also mich erinnert das an Hopfig, wahrscheinlich auch mehr Hopfen. Ich muss auch immer an Bäume denken, aber es ist ja drei, oder? Oder Baum? Ist nicht so ganz klar, oder? Also mich erinnert das an diese... Ah ja. Diese, oh, deswegen grün. Diese sehr schöne Cartoonserie. Die Cartoonserie von Erwachsenen. Na, wie riecht's denn? Es riecht so. Was sagt er denn? Hat jemand hier eine Idee? Straff gehopft. Mit was? Bisschen grasig auch, oder? Muss man jetzt raten? Grasig. Ja, ein bisschen grün. Passend zur Farbe. Was riecht noch? Ja, spielt man ja heimlich. Einer Wiese im Morgentau. Hm, vielleicht? Ja, nach Wald. Lukas, wo kommt das Bier gleich nochmal her? Das hast du doch mitgebracht, oder? Das, das habe ich von meiner letzten Reise mitgebracht, genau. Ja. Das ist aus Prag. Und ein, man sieht da, es hat nur 4,3% und ist ein gestopftes oder trocken dry-hopped Lager, einfach nur mit Saazer Mittelfrüh. Auch ein Rohhaufen, wie wir alle wissen. Ja, und ich denke, ich habe das schon mal probiert. Ich denke, das kann mit 4,3% durchaus mithalten. Na dann, der Trinkspruch. Wie ist der Trinkspruch? Oh, ich habe es wieder heimlich getrunken. Ich 17, 18, 20. Nein. Der ist zu kompliziert für mich. Ne, ich merke es schon. Also hier das ist eigentlich auch noch historisch funktionieren. Aber tatsächlich, der, oh, ist gut, ja, der Geschmack trügt nicht. Sehr der intensiv. Nicht. Ist auch sehr, sehr frisch auf alle Fälle. Das ist noch nicht altes Bier. Schmeckt so ein bisschen vielleicht auch wie Tannennadeln. Also für mich so wirklich, wirklich wie ein Spaziergang im Erzgebirge. Das ist ja fast schon die Überleitung fürs dritte Bier. Trinkt aus. Genau. Ja, ja, wir haben noch nicht gesagt, dass heute die Sendezeit nur bis 8:30 geht. Also, müsste das schnell noch jemand ausfallen. Aber das habt ihr ja alle schon trainiert, weil das ist ja jetzt auch immer so ein bisschen britische Verhältnisse, wenn man in die Gastronomie geht. 18 Uhr ankommen, bis 20 Uhr muss man alles probiert haben. Und noch gegessen haben dabei. Das stimmt, da bleibt nicht viel Zeit zum Genießen. Naja, dann. Aber wir können ja auch mal darüber reden, weil wir machen ja auch, wir machen ja Edutainment. Ich meine, viele wissen ja bestimmt auch schon Bescheid, aber es gehört ja auch so ein bisschen zum Tasting dazu, was man eigentlich genau trinken für ein Bierstil. Also das Helle, was wir hatten, gehört zu den Lagerbieren und das ist jetzt auch ein Lager. Ein Lager ist was? Untergärig. Ja. Und wie, was sind da die Merkmale? Die Hefe sinkt zum Boden. Unten. Die liegt unten. Und ist da nicht auch noch was mit der Temperatur? Oh, kalt, 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 kalt. Kalt, ja. Ah, hier auch so. Frisch. Die Hefe arbeitet bei Kälte. Deswegen ist es. Macht man da im Erzgebirge vielleicht viel untergärige Biere? Ist es da kalt? Ich glaube, ich habe gehört, dort ist kalt. Manchmal ja, zur Zeit ja. Aber zu kalt. Das ist dann wieder zu kalt für die Hefe. Ah. Hm. Was macht man dann? Eisbock machen. Ein Feuerchen, ein Feuer. Eisbock. Eisbock, ah. Okay. Mir wird es gerade warm hier. Genau, also jedes Helle oder jedes Pilz ist auch ein Lager. Also Lager ist quasi der Oberbegriff. Untergärige Biere bei kälteren Temperaturen arbeitet die Hefe und bringt den Alkohol ins Bier. Genau, so viel gibt es dazu zu sagen. Vielleicht kann Lukas noch was zu Siberia selber sagen. Das ist eine Brauerei, die kommt aus Prag. Gibt es auch noch nicht so lange, oder?
paar Jahre gibt es die schon, aber die haben halt früher keine eigene Brauerei gehabt. Aber jetzt mittlerweile schon. Wir waren ja alle schon mal dort. Also zumindest ich. Ich und meine anderen nicht. Ja, und wo Prag ist, weiß auch jeder. Das ist einfach hier noch ein Stück östlicher von Leipzig. Ja, genau. Zweieinhalb Stunden. Ich glaube, die haben mit diesem Bier so versucht, mit einem traditionellen Bierstil, weil ich meine, tschechisches Pilsner ist ja quasi der Klassiker. Tschechisches Pilsner, haha. Ja, und das ist ja doch nochmal ein Zacken trockener, ein Zacken bitterer, glaube ich, aromatischer. Also es ist ja ein schönes Long-Distance-Bier. Sehr gut. Ein Long-Distance-Bier, das bedeutet, man kann das auf langen Strecken trinken. Das ist für die lange Autofahrt, ja. Da kann der Fahrer trotzdem fahren und Bier trinken. Das hat auch nur 4,3%. Ja. Aber also ich habe in der Schule generell nicht besonders gut aufgepasst, aber ich dachte immer, Prag liegt nicht in Sibirien. Was hat es denn da mit dem Namen auf sich? Weiß das jemand? Das müsst ihr andere Leute fragen. Aber ich gehe mal davon aus, weil ich meine, Bier. Ganz klar. Und ich glaube, einer der Geschäftsinhaber kommt aus Russland. Das würde eine gewisse erklären. Affinität zu Siberia erklären, denke ich. Ist auf jeden Fall ein schöner Name, den man sich gut merken kann. Und wo man auch aus dem ISO einen schönen Tannenbaum machen kann. Und alle, die es interessiert, was immer so, also meistens ist ja auf diesen Craft-Bieren das immer sehr schön aufgelistet, was alles drauf ist, muss man immer ein bisschen suchen. Hier haben wir es hier so, hinten auf der Dose. Da steht sogar in Deutsch alles drauf geschrieben. Zutaten, Wasser, Gersten und Weizenmalz, Hopfen, Hefe. Kühl lagern. Genau. Schnell trinken. Ja. Weizenmalz ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Haben die bestimmt für das samtdicke Mundgefühl genommen. Für die Drinkability. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch schon Beiträge von den Zuschauern. Der Spieleberater sagt, Farbe ist Morgenstrahlgelb. Der Sound scheint jetzt auch ein bisschen besser zu sein oder ganz gut. Ne? Hier sagt auch jemand, bitte nicht die Zwiebis vergessen. Und das Helle wird schon mal sehr gefeiert. Ja, guck mal, hier zwischen. Also hier viele Grüße an Sündebräu, die haben mal was richtig gemacht. Nico. Nico kann sich jetzt selber auf die Schulter klopfen. Hier gibt es Komplimente. Ansonsten wird gesagt, Citrus für dieses Bier. Citrus hat ein bisschen was von Fit, sagt der Till. Aber stimmt auch, so ein bisschen ganz leicht. Ich meine, ich probiere jetzt nicht so oft Fit. Aber man könnte es mal, also man kann sich es vorstellen, wenn man dran riecht wahrscheinlich. Na. Und ansonsten sagt El Portorino noch, harzig, fast ein bisschen parfümiert. Hm? Also im Nachgang, ja. So ein bisschen. Also ein bisschen ätherisch. So. Ja. Ja. Ja, das sind so hier die Kommentare, die hier so kommen. Ansonsten hält man sich da noch eher zurück. Man ist wahrscheinlich noch nicht warm getrunken. Leichtbieren. Ja, also. Aber die beiden waren auf jeden Fall schon mal ein gelungener Start. Auf jeden Fall. Was denkst du denn? Wollen wir noch eins spielen? Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, zu Hause dann noch nicht alle ausgetrunken haben. Da kann man aber in der Zwischenzeit jetzt spielen. Oder? Bin ich dafür. Wir müssen auch eine Probe machen. Oh, diese Arbeit. Naja, es hieß ja Bier und Musik, ne? Da kann man nicht nur Bier trinken. Da müsst ihr auch mal ein bisschen hier. Aber Bier und Musik gehören ja untrennbar zusammen, oder? Ach so, ich muss vorher noch was erwähnen, bevor ihr spielt. Und zwar, wenn ihr Fragen habt, was ihr die ganze Zeit schon mal fragen wolltet, die Bache und die Gospelsingers und überhaupt Fragen und. Wenn ihr was sagen möchtet oder jemanden grüßen möchtet, jetzt ist die Zeit, die Kommentare zu schreiben während der Musik. Dann kann ich die in Ruhe lesen und dann danach vortragen. Und beantworten.
Was spielt der denn jetzt für einen Song? Darf man das sagen? Sagt ihr das vorher an oder ich muss man das erkennen oder wie ist das? Komm, du sag mal was. Run Gospels Run. Run Gospel Run. Run Gypsy Run. Alles. Arbeitstitel. Ja. Arbeitstitel. Long Song Gospel. Herr Tullert ist schon mal A. Schaffen, einschenken, dann ein bisschen über die Musik reden. Ich hätte mal ein paar Fragen zu den Songs auch, fällt mir gerade so auf. Ja, also für alle, die es noch nicht wissen, Bier Nummer 3, wir haben schon so viel über das Erzgebirge geredet. Gutes Jetzt Tempo. Kommt ein Bier aus dem Erzgebirge. Von der Eibenstocker Brauerei St. Bridges Goat. Das ist eine großartige... Wenn wir so weitermachen, sind wir halb 10 durch. Nein, nein. Wir müssen das muss ja jeder mal holen, dann sich einschenken, in Ruhe trinken. Wir trinken jetzt erstmal Wasser, also nur, dass schon mal jeder Bescheid weiß, welches Bier als nächstes kommt. Wollen wir noch einen spielen vorher? Vor dem Bier? Ich stelle das Bier auf den Tisch. Ja? Mach mal raus. Ansonsten gibt es hier so zwischendurch Grüße an den Geschichtslehrer Herrn Viehweger von Pascal Förster. Aber ja, der Geschichtslehrer.
was soll denn das sein? Wendy, hast du Geheimnisse? Die du nicht mit uns teilst? Nicht, dass ich wüsste. Der Ben Hofmann hat gesagt zum Siberia Hobby Three Friends, leicht trocken im Abgang und Noten von Nadelbaum. Also das deutet ja alles darauf hin, dass es jetzt in den Wald geht, ins Gebirge. Ja. Genau, hab da vorne hingestellt, genau, kann es jeder sehen. Ich trinke noch mal ein Wasser. Und dann OG Lock, wer ist das? Ist da bekannt? Oder die? MDW? Das sind zu komplizierte Namen für uns. Grüße aus Z. Bei mir bleibt heute aber auch Tschechisch mit Kozel. Cheers. Na da. Na, da wissen wir Bescheid. Genau, schon mal schön eingießen, da kann das ein bisschen atmen. Man kann sich den Schaum und die Farbe angucken. Kann schon mal Kommentare schreiben, wie es vielleicht duftet. Aber noch nicht trinken, ne? Wir müssen erst den Trinkspruch aufsagen. Und ihr wolltet erst spielen, genau, vom nächsten Bier, ne? Da kommen wir ins Spiel. Aber komplizierter hier. Also mir wurde gesagt, wir treffen uns hier zum Bier trinken. Jetzt sowas. Kommunikation. Das ist eine Herausforderung sondersgleichen. Oh ja. Tag für Tag aufs Neue. Schau mal. Komm, schenk ein, noch eine halbe. Also von Till kommt hier, Tempo passt. Sehr gut, Till, sehr gut. Ein Mann nach unserem Geschmack. Ach Till, du bist der sich heute die Dosen zu fünf teilt. Ach nee, und Kolja sagt, moin ihr Sünder. Also Kolja. Schön, alle da. Hurra, alle da. Ja, grüße nach Hannover, oder? Ja, Lower Saxony. Na dann. Na, was spielen wir? Sailor's Egg. Sailor's Egg. Klassiker. Ready? Yeah. 1, 2, 3, 4. Was waiting, paint in his face. I pulled out the belt, ready to fight, but with the fade of his hand, he pulled out the light. With a powerful stroke, his belt hammered high. It flashed in my face and splattered my eye. I tumbled back, lethally wounded, I thought. The last thing I said was, shriek the creature, don't struggle no more.
sehr schön. Ja, also weil wir gerade waren bei Musik, also I'll never be able to drink one more beer, das war's jetzt also. Der Rest 17, der Biere müsst ihr alleine trinken. 18, 20? Nein. Okay. Erst, sie lernt dazu. Was haben wir jetzt dieses ganze Geruchsding und so vergessen? Oder? Das machen wir gleich noch. Okay. Ja, sehr gut. Man muss sich ja auch flexibel zeigen. Oh, das riecht sehr fruchtig. Weil ich gehe davon aus, dass die Zuschauer auch sehr schnell lernen und bestimmt, während ihr gespielt habt, schon mal eine Nase genommen haben von den Bieren. Und jetzt auch mal schreiben können, was sie da so wahrnehmen. Ah, oh, das riecht strange Rich's Gold. Hat auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz andere Farbe. Ne? Schön so, wie sagen wir, Bernstein oder Ohr Mountain Stein. Nee, ein Erz. Wendy, Kupfer. Hat auch Kupfer. Geil, Kupfer. Ja. Red, ja. Red, was? Rowan? Was ist ein Rowan? Roanberry, das ist Rowan. Oh Gott, Vogelbeer? Das ist doch giftig. Ach, Vogelbeer zähle ich. Na, dass mal gut geht. Ja, du hast wieder gut gemeint mit mir, ja. Naja, 20, das ist schon alles richtig. Aber warum habt ihr jetzt gesungen, I'll never be able to drink one more beer? Naja, warte mal ab bis morgen früh. Ach so. Also ihr denkt quasi schon voraus und das ist so ein Song darüber, wie man sich immer am nächsten Morgen fühlt. Sozusagen. Am Tag danach. Das ist nicht unbedingt vorausgedacht, das ist einfach Erfahrung. Man hat es schon mal durch. Ach so. Macht es aber trotzdem. Und wo kommen denn diese Texte her? Schreibt ihr die selber oder ist das irgendwie Covermusik? Also für mich klingt es ja so ein bisschen wie Johnny Cash zum Teil. Aber es ist auch der Einzige, den ich kenne. Aus Nashville. Also ihr seid ja wohl auch aus Nashville, Tennessee, habe ich gehört. Bisher kannte ich immer nur Johnny Cash. Aber war der aus Nashville? Ja, der hat dort gewirkt, aber der hat nicht in Nashville gelebt. Der hat ein bisschen außerhalb gelebt. Ich glaube, jetzt hört es schon auf. Und seine Großmutter kannte den, oder? War das noch so? Das mag sein, ja. Dann haben uns irgendwie die Wirren des Kalten Krieges wahrscheinlich unsere Eltern, unsere Großmutter herübergeführt. Und seitdem hängen wir hier eigentlich fest. Und versuchen zurückzukommen. Wir sind seit, weiß ich nicht, vielleicht gut 9 Jahren auf der Grand Back to Nashville Tour. Mindestens. Das wird ja immer schwieriger, ne? Heutzutage. Ja. Mit den ganzen Einreisebestimmungen und Impfungen und überhaupt, könnt ihr überhaupt Englisch, außer wenn ihr singt? Könnt ihr die Sprache? Wir haben das nicht vergessen. Ah, alles klar. Na gut. Es ist ja schwierig, die Sprache hier zu imitieren. Aber wir haben da gelernt, wir waren ja besonders in diesem einen Gebiet immer unterwegs, da wo die vielen Bäume sind und die Berge, die schönen Berge. Ja. Im Erzgebirge, wo auch das Bier herkommt. Erzgebirge. Aber die haben ja da oft Getränke, die so eher grün sind. Wie ist das sehr klein? Ach hier, Lauterbacher. Waldbenzin. Fast so schlimm wie Jamingo. Also wer zu Hause einen Lauterbacher hat, jetzt wäre die Zeit mal einen rauszuholen. Ich habe gehört, es ist also durchaus. Also da habe ich ja eine Überraschung mitgebracht für euch. Was in der Nähe? Oh nein! Wer war vorhin noch einkaufen? Naja. Also für die einen oder anderen, die es noch nicht wissen, aber ich habe gesehen, schauen auch viele zu. Monique schaut zu aus Köln. Hallo Monique. Kolja aus Hannover. Olli aus Hamburg. Till aus Leipzig. Andere Leute aus Magdeburg. Die wissen ja schon, dass es immer mal einen kleinen zwischendurch kleinen kurzen gibt. In der Schweiz weiß man das auch, genau, da haben wir auch Pakete verschickt. Ja, ich denke, in Zwönitz könnte jetzt vielleicht auch einer rausgeholt werden. Ach, ja, Daniel aus Eibenstock, wie sieht's aus? Aber vielleicht hat der auch eher den Vogelbeerschnaps zu Hause. Aber ich schenke mal aus, ne? Oder möchtest du mal einschenken? Nee, ich mach's nur halb voll, oder? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ihr könnt ja mal erzählen, was das ist. Was ist denn das eigentlich hier, Lukas? Du hast preist du das hast mal es angebracht, ich habe keine Ahnung. Ja, aber Tom hat doch davon gesprochen hier. Ja, das ist Medizin. Das sieht aus wie ein Pfeffi, ist aber ein Magenbitter. Ja. In manchen Kreisen ist es auch als Waldbenzin bekannt. Ist das ein Kipp oder ein Kippgetränk? Das kommt auf den Standpunkt drauf an. Aber das Trinken vor zu Bett gehen heute auch nochmal, da müsst ihr nicht die Zähne. Oh,
Nicht die Zähne putzen unbedingt. Das tötet so alles. Wollt ihr, möchtest du mal das darüber? Ich gebe das mal rüber, ha? Gib mal was an die Regie. So. Die geht jetzt. Also ins so. Bild, wenn's Bild gleich unscharf wird. Guck mal, jetzt können wir ja mal kurz das Sunbridge's Goat. Da müssen wir ja fast hier noch Elite dazu singen. Jetzt gibt's bestimmt gleich Beschwerden. Oh ja, oh ja. Jetzt gibt's bestimmt gleich Beschwerden, dass das nicht im Tasting Package war. Wir reden auch gleich wieder über Bier. Zum Wohl. Moment. Achso, es war ja nicht zum Wohl, es war 17, nee, 20, nee, nee, nee. 18. Nee, jetzt verlängert sich, also bei Lauterbacher verlängert sich der Trinkspruch. Oh. Schon mal gemacht. Man kann das als beides verwenden. Das so. Geht garantiert als Badezusatz. Also, wir müssen wieder zurück zum Bier. Ja, zum besseren. Es gibt aber hier schon, ich kriege hier schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Till sagt, es schmeckt etwas schokoladig, aber er findet den Wechsel auch etwas extrem von Bier zu Bier. Und Kolja sagt, Koljas Tasting-Paket ist ja irgendwie nicht angekommen, oh. Weil hier einer einen Fehler gemacht hat. Wahrscheinlich war das die Versandabteilung. Genau, genau. Aber Kolja sagt, da er ja fremd trinken muss, Grüße an El Barre, Green has never been seen greener. Ist richtig stark. Green has never been seen. Green has never been seen greener, steht hier. Nee, ist andersrum. Na dann sag mal auf. Green has never been seen. Was bedeutet das? Grüneres Grün. War nie gesehen. Und das ist ein Bier, was du gemacht hast? Ein Grünhopfenbier, ja. Mit eigenem Hopfen aus dem Erzgebirge. Ah, aus deinem Garten. Balkon. Ah, ja. Als wir nämlich letzte Woche dort Bier für diese Woche geholt haben, in Hannover, in Lower Saxony, haben wir das ja mitgenommen, mussten ja. nehmen. Mitgenommen. Genau, sehr schön. Na dann, aha. Lass dir schmecken. Aha, aha. Ich sehe schon, hier in der Regie findet das grüne Getränk nicht so guten Anklang. Aber der Meni hat parallel Whisky getrunken, auch nicht schlecht. Und der Meloni sagt, auffällig, bäriger Geruch, dezent fruchtig, dann wird es recht trocken. Wie trockener Sekt, würzig, herb, säuerlich. Naja. Gewöhnungsbedürftig. Viele Grüße aus der Schweiz. Meloni. Na gut. Ja, viele Grüße zurück in die Schweiz. Ja, schore Bier. Auf jeden Fall. Urgeil. Auf jeden Fall ist das ein Pale Ale. Also jetzt sind wir beim obergärigen Bier angekommen aus Eibenstock im schönen Erzgebirge. Ich wollte eigentlich noch ein paar Bilder einblenden aus Eibenstock. Und habe die heute Nachmittag gegoogelt und dann war da aber so viel mit Schnee und dann war ich gleich so. Dann bin ich eingefroren und konnte nicht mehr weiterarbeiten. Und dann haben wir das gelassen. Auf jeden Fall ist ja die Vogelbeere irgendwie sehr traditionsreich oder bekannt im Erzgebirge. Man macht dort auch Liköre draus, ne? Oder Schnaps, Likör, wie sagt man? Likör, Schnaps, Marmelade. Viele Dinge, ja. Badezusätze. Und in der Schule lernt man doch immer, dass Vogelbeere giftig sind. Aber anscheinend, wenn man die richtig zubereitet. Heiß machen, kochen. Kochen, genau. Und da in diesem Bier ist Vogelbeerextrakt mit zugegeben. Es kommt, bekommt aus der Lauter Gold, von Lauter Gold, einer Spirituosenfabrik, aus Lauter, in der Nähe von Aue. Und das wird vor Ende der Würzekochung, wird aus diesem Pale Ale hinzugegeben.
und bringt eben den charakteristischen Geschmack in dieses Bier. Ja. Und es ist schön herb und es ist das Lieblingsbier meiner Mutti. Es schmeckt nicht genau. Auf jeden Fall. Die hat da immer ein paar Flaschen zu Hause. Das Lieblingsbier meiner Mutter ist Sekt. Naja, aber das packt das. Aber vielleicht sollte sie das denn auch mal probieren, weil hier wurde ja gesagt, dass es ein bisschen wie ein trockener Sekt ist. Hat Meloni geschrieben. Genau. Und was man noch dazu sagen kann, die Geschichte ist ja noch, dass St. Bridget's Goat war eine irische Heilige, die sich viel um Arme und Kranke gekümmert hat und sich aufgeopfert hat. Und sie musste dann auch ab und an mal eine Pause machen. Und das hat sie wohl immer gemacht, zusammen mit ihrer Ziege. Deswegen auch dieses schöne Bild. Jetzt können wir ja vielleicht mal wieder tauschen. Den Lauterbacher räume ich mal weg. Ich habe gar nicht geguckt. Und, Ja, stell ihn weg. Ganz ehrlich. Und dann hat sie wohl immer in der Pause unter einem Vogelbeerbaum gesessen mit ihrer Ziege und ein schönes Bierchen gezischt, um sich ein bisschen zu erholen. Also das ist die grobe Geschichte. Aber das Gute ist ja, dass es bestimmt auch hinten drauf kurz beschrieben ist. Und dass bestimmt der Daniel, der das Bier gemacht hat und der jetzt auch zuschaut, nochmal das, was ich falsch erzählt habe, richtigstellen kann in der Kommentarspalte. Aber die Frage ist ja noch, das kann man vielleicht als Preisfrage stellen, was hat dieses Bier mit Leipzig zu tun? Das Eibenstock. Ja, also genau. Stimmt, da gibt es auch eine Verbindung. Eigentlich mit allen Bieren von Eibenstock. Die haben alle was mit Leipzig zu tun. Aber wenn es eine Preisfrage ist. Und die Antwort ist nicht, dass die hier sehr gerne getrunken werden. Aber also jetzt gibt mir ja schon zu viele Hinweise. Das ist auch nicht gut. Aber du hast gesagt, es ist eine Preisfrage. Wenn es eine Preisfrage ist, dann muss es ja was zu gewinnen geben. Ja, wer gewinnt, kriegt den Lauterbacher. Ja, Lauterbacher, ganz klar. Also, okay. Die restliche. Die restliche Flasche. 20 weiß das, nicht. Was heute noch gibt. Die restliche Flasche, wenn wir hier durch sind. Nein, natürlich eine komplett volle Flasche. Original verpackt. Also, sagen wir so, der Meni darf da nicht teilnehmen. Aber der trinkt sowieso lieber Whisky, von daher. Ich glaube, es wird niemand teilnehmen, weil niemand Lauterbacher. Niemand will eine Flasche Lauterbacher gewinnen. Ich weiß die Antwort, aber ich sag's euch nicht. Ja, aber lecker. Also ich find's gut. Durchaus. Wann gibt es eigentlich die nächste Eibenstocker Special Release Abfüllung? Wer hat da mal so eine Frage ins Publikum? Ja, Daniel, nicht nur faul auf dem Sofa liegen, du musst hier Infos liefern. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Die nächste, ich meine, wir machen das ja hier nicht umsonst, eigentlich ist es eine Dauerwerbesendung. Schreib doch mal den Link, wo kann man das bestellen, ab wann gibt es das und so weiter und so fort. Mich würde interessieren, wer das Logo gestaltet hat, weil das hat, wenn der Daniel das hört, dann will ich das wissen, weil das hat so einen Nullschnittcharakter, das finde ich gut. Haben die alle? Haben die alle von einem Stocker, gesehen, ja. Ich habe schon mal so ein Plakat gesehen, ja. Das fand ich auch sehr, kannst sehr gut. Kannst du da hier am Räuchermännchen auch nochmal nachvollziehen? Jedenfalls ist da jemand am Werk, der das versteht. Das ist cool. Das sieht man. Ja, würde ich so unterschreiben. Wir könnten ja jetzt mal, wenn wir jetzt schon mitten im Erzgebirge sind, mit den Vogelbeeren, mit dem Lauterbacher mit den Geschichten. Dann könnte man doch auch einfach mal hier dieses. Und es ist Advent, morgen ist der dritte Advent. Da können wir doch mal hier. Und ihr habt von Hayes gesungen vorhin, von Hayes. Mhm. Wir singen ziemlich oft von Hayes. Apropos, vorhin da bei Sailor's Egg vor der letzten Strophe, ja, da als du steil gegangen bist, da habe ich gedacht, das ist er. Geschichtslehrer aus dem Erzgebirge ist. Aber wieso soll das Ich hoffe, tun? Deine Schüler schauen hier nicht zu. Das hoffe ich auch. Aber es wurde auch schon, das Publikum hat auch schon gemerkt, dass die alten Herren langsam in Schwung kommen. Wer sagt denn sowas? Naja, ja, sollen bitte schön die alten Herren sein. So, guck mal. Das würde ich auch sagen. Ja. Die leeren Flaschen müssen immer runter vom Tisch, das bringt uns Unglück. Okay, holst du mal noch so ein Zwischenbier? Oder? Vielleicht? Ja. Danke. Geil.
Naja, ich meine, wir haben auch nicht den ganzen Abend Zeit. Wir haben erst drei Biere geschafft und haben schon eine Stunde Zeit verplempert. Oh, na dann. Na? Also den Zwischenbier jetzt hier, komm. Ich würde sagen, also es kann ja jeder machen, wie er mag. Ne? Man kann sich auch mal ein Zwischenbier gönnen, man kann auch ein Bier komplett auslassen, also je nachdem. Ich trinke mal in Ruhe aus, ich brauche kein Zwischenbier. Und Lukas hat das Räuchermännchen angemacht, oder wie sagt man auf Erzgebirgisch? Das hat doch einer von euch heute trainiert, wie man das sagt. Das Rachermännle. Das Rachermännle? Wir müssen es nicht trainieren. Also. Männle, nicht Männle. Also, das Rachermännle. Haben wir schon das Kapseln eingestellt? Naja. Und jetzt macht's Hayes, kommt Hayes raus. Endlich. Oh, endlich. Ja. Surrounded by riecht, Hayes. Riecht vor allem gut. Mm. Ja, aber ihr habt ja immer noch nicht vorhin gesagt, ihr schreibt diese Lieder selber, die ihr so macht, ja, meistens. Das sind Texte aus dem Leben gegriffen, also aus unserem früheren Leben. Und ich habe auch mal gehört, dass das Teil... Als wir noch getrunken haben. Das ist jetzt zum Glück vorbei. Gott sei Dank. Jetzt sind wir seriös und Lehrer und Kindergärtner. Oh, hier kommen neue Kommentare rein. Ich trinke jetzt inzwischen Bier. Casanova fand bisher alle Biere super. Weiter so. Ja, okay, wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Ansonsten bahnt sich hier wohl an, dass Monique hier demnächst so eine Flasche Lauterbacher gewinnen wird. Sie schreibt hier, Grafikdesigner aus Connewitz war meine letzte Info zur Preisfrage. Und der Daniel aus Eibenstock sagt, dass das neue Special Bier schon im Tank ist. Oh. Na, wir kommen morgen vorbei. Ah, und nach neuen T-Shirts von Eibenstock wird auch gefragt. Und ja, es ist ein Leipziger, der unsere Etiketten kreiert, Philipp Janta. Kennt der eine oder andere auch vom, glaube, wie heißt der, Werk 2 Weihnachtsmarkt? Wenn man überhaupt noch weiß, wie Weihnachtsmärkte so sind. Aber da wurden auch immer so Kunstdrucke oder so Sachen auch von dem verkauft, von Philipp Janta. So, Vorsicht, aber es gibt ja noch... Gibt noch den anderen. Ah, den stimmt, anderen, stimmt. Der das nur kopiert. Ja, okay. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drauf, sonst verzetteln wir uns noch. Da wären wir wieder ganz verzettelt, wenn wir da jetzt weiter drauf eingehen. Aber ich würde mal sagen, wir können schon mal so ganz langsam das nächste Bier bereithalten. Mhm. Also wir haben jetzt ein Pale Ale getrunken, das ist ja mal so bei der Verkostung. Man fängt langsam an, dann geht es ein bisschen... Dann ein bisschen Plateau. Dann geht es steil nach oben und irgendwann wird schwach nachgelassen. Ja, wenn es stark nachgelassen, meine ich. Trinkt mal mein Lauterbacher dazwischen, genau. Man fängt schwach an und irgendwann wird man stark nachlassen. Ja. Was haben wir denn noch für Biere? Ich weiß gar nicht genau. Naja, was haben wir noch? Wir haben jetzt drei getrunken, ne? Kühlschrank ein bisschen gefüllt. Warte mal, Nummer 4 ist Berlin, oder? Berlin und Irland. Eine Better Together, eine Collab von Dublin. Dublin und Berlin. Endet alles auf Inn. Was sagt uns das? Das ist bestimmt ein Inn-Getränk. Das würde ich aber gerne mal ordentlich durchgendern. Oder, ja, ich wollte gerade sagen, oder haben die das haben die damals ja schon angefangen? Was Barrel Inn. Was gibt's denn jetzt? Ich habe ja eine Liste hier. Oh. Reugier, was denn? Das kenne ich gar nicht. Jetzt löst sich auf, warum wir den Hashtag verboten. Genau, Hashtag verboten ist ja Motto des Tages oder des heutigen Tastings auch. Weil es sind ja jetzt viele Sachen verboten, sonst würden wir ja nicht hier sitzen und alleine Bier trinken, sondern ihr würdet live auf der Bühne vor tausenden von Leuten spielen, oder? Klar. Oder wie ist das sonst so? Wo tretet ihr denn auf überhaupt? Na, da gibt es Dr. Hobbs zum Beispiel. Kennst du das? Dr. Hobbs. Das ist hier so eine Hipster-Kneipe genau, im Süden genau, von Leipzig. Genau, richtig. Ah. Ansonsten alles, Hochzeiten, Beerdigungen. Alles schon gespielt, stimmt. Richtig. Geburtstagsfeiern? Ja, auch da. Ja, kann ich euch mal buchen zu meinem 30. Vielleicht? Ja. Also
Aber das ist doch noch eine Weile hin, oder? Naja, nächstes hast Jahr. Badewanne? Hast du? Badewanne. Badewanne wäre wichtig. Wenn, also so Booking-Anfragen bitte nur, wer eine Badewanne hat. Eine normale Badewanne ist okay oder so Jacuzzi mit irgendwie... Na, Jacuzzi wäre schon so ein Extrapunkt, aber... Und warum? Weil ihr immer irgendwie euch vorher oder nach dem Kick reinwaschen müsst oder davor? Oder? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ausbauen müssen. Aber ob das also ausbauen? Aber das Thema jetzt aus. Also wir können es ja im Abspann dann mal ein bisschen demonstrieren. Ja, ja. Badewanne wäre wichtig und vielleicht 2-3 Flaschen Sekt. Ah, weil das das Lieblingsgetränk deiner Mutter ist. Ach, seiner Mutter. Achso. Na gut. Ich habe aber noch gar nicht mit Wasser ausgespült. Oh, das wird jetzt wohl auch nicht mehr möglich sein. Musst du damit ausspülen und dann füge ich nochmal nach. Nee, es wird schon okay sein. Ich denke mal, das Bier kann da mithalten. Damit, also, haben wir noch eins. Können wir, wir haben jetzt als nächstes, wie ihr sehen könnt, diese schöne lilane Dose, wo drauf steht Third Barrel mal Bräugier. Bräugier hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal im Dr. Hops bekommen, war auch schon mal im Tasting, ein schönes New England IPA zum Beispiel, damals mit namens Paket für den Nachbarn. Hier haben wir aber ein Cold IPA. Das ist doch sehr interessant, oder? Ein Cold IPA. Was ist ein Cold IPA? Ich glaube, die wollten einfach nochmal sagen, Bier muss man kalt trinken, deswegen schreiben wir einfach Cold IPA drauf. vielleicht, weil die einen Iren sind und dort wird das Bier vielleicht auch warm getrunken. Keine Ahnung. Da müssen wir nochmal nachgucken, was es genau bedeuten soll. Ja, hier steht es doch. Brewed like a lager, fermented like a West Coast. Genau, also es ist quasi so eine Sache, die jetzt gerade so ein bisschen wieder im Kommen ist oder im Trend. Manche sagen, es geht vielleicht auch so ein bisschen Richtung Brewed IPA, der Geschmack am Ende des Tages. Es ist auf jeden Fall genau ein Bier mit einer Ale-Hefe, einer obergärigen Hefe eingebraut, aber bei niedrigen Temperaturen vergoren. Genau. Und hier ist auch Mais drin, kann man auch hinten drauf nachlesen, aber das ja, hat auch seine Berechtigung wahrscheinlich oder es soll Sinn ergeben. Würde mich echt mal interessieren, was Olli und was Olli zum Beispiel zu dem Bier sagt oder Kolja. Und genau, also Bräugier ist in Berlin ansässig und Third Barrel in Dublin. Beides auch kleinere Brauereien, noch nicht so lange unterwegs, auch so ungefähr seit 2018. Grob gesagt, das Bier ist in Irland gebraut, ist dann nach Berlin gekommen, vor 2 Wochen, genau. Moment, aber und Third Barrel gibt es schon länger, oder? Das ist doch, das waren zwei Brauereien, die fusioniert sind, oder? Genau, die haben auch immer zusammengearbeitet viel und haben dann irgendwann festgestellt, Mensch, warum machen wir das eigentlich, dass hier jeder so sein Zipfchen macht? Lass uns doch einfach zusammenschließen und unsere, wie sagt man, Synergien bündeln und Eben. Synergien heben. Synergien heben, genau. Und haben sich dann quasi von, kannst du noch die Namen? Also Third Barrel ist auf jeden Fall von jeder Brauerei ein Wort. Von der einen ist es Third mitgenommen, von der anderen Barrel. Aber ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt nicht mehr auf die Originalnamen, muss ich zugeben. Hast du mich aufs Glatteis geführt? Was? Ich habe hier... Third Stone und One Barrel oder irgendwie... Müssen wir nochmal nachgucken, weiß jetzt nicht genau, aber es ist eine schöne Geschichte, weil die sind zusammengekommen und sind jetzt quasi eine Brauerei und haben auch Brian von Bräugier irgendwo kennengelernt, haben sich gut verstanden, haben gesagt, hey, lass uns mal ein Bier zusammen machen. Und da war jetzt nochmal kurz, bevor das wieder alles kritischer wurde mit Corona, in Dublin und haben zusammen dort das Bier gebraut und haben auch Mais reingemacht. Und als wir es bei Brian abgeholt haben in Berlin, hat er gesagt, oh ja, ja, es heißt verboten, du kannst ihn besser nachmachen, mach mal. Er ist Amerikaner. Wie spricht er dann? Ja, kann ja jeder die alten und sie haben sich halt überlegt, ne, ist dann natürlich nicht nach Reinheitsgebot, weil es ist Mais drin, macht man eigentlich nicht. Ab und zu kommt es mal in Portugal vor, dass man auch Mais in ein Bier macht oder Reis oder auch in Mexiko. Hierzulande ist es eher unüblich und auch nicht gewollt. Ich finde, dem Bier schadet es jetzt nicht wirklich. Also mir hat es neulich ganz gut geschmeckt. Mal sehen, wie es heute ist. Genau, und dadurch, dass da eben auch Mais drin ist und dadurch, dass jetzt die Situation alles so ein bisschen speziell ist und dadurch, dass es auch eben so eine spezielle Sorte ist, also Ale-Hefe und untergärig, also obergärig, aber bei kühlen Temperaturen vergoren, sind die eben auf die Idee gekommen, es verboten zu nennen. Und weil man es nicht Bier nennen dürfte in Deutschland.
Exotisch. Genau, genau. In Deutschland ist es eigentlich kein Bier, man dürfte es nicht so nennen. Und außerdem ist verboten, habe ich gelernt, auch so ein Begriff, der im nicht deutschsprachigen Raum ziemlich cool ist. Also it's verboten, verboten. Ja, ja, Iren, so Iren, aber ganz so better. Deswegen Hashtag verboten. So, jetzt verbotene Musik. Nehmen wir mal eine Nase. Also ich finde, es hat einen sehr interessanten Geruch. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was... Da kommt viel Frucht mit. So. Mhm. Ich ein bisschen auch weirig, Katzel. Das Schöne ist aber, Stine, noch bevor wir anfangen zu trinken, es vielleicht anzumerken, dass diese ganzen Biere, die heute im Tasting-Paket sind, ja nicht nur handgemacht sind, sondern auch also handabgeholt sind. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir die jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt haben, sondern ihr habt irgendwie so eine Tour de Bier hingelegt, um die ganze Biere zu organisieren, oder? Wie war das? Nee? Na, manche machen eine Tour de France und andere machen eine Tour de Bier. Ja, ja. Mal so ein bisschen quer durch. Und da steht ja immer auf jeder Dose Drink Fresh. Und das gibt halt die Leute, also gibt es halt manche Personen, die nehmen das halt relativ ernst und sagen sich so, naja, bevor es irgendwie noch zu einem Großhändler kommt und dann erstmal dorthin fährt, dann dort wartet und dann bei mir noch wartet, fahre ich doch lieber direkt zur Brauerei, sammle das doch dort ein und bringe es direkt nach Hause, genau. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, ist das natürlich immer zu empfehlen. Deswegen, ihr seht ja, bei Sündebräuer ist es ganz lauschig. Zum Sitzen, aber auch zum Einkaufen. Ich glaube, die haben auch immer so einen süßen Typen da, der im Verkauf ist. Also dieser Blonde. Und manchmal auch nette Mädels. Und da kann man das halt direkt aus der Quelle, kann man dann auch einchecken, vielleicht direkt in der Brauerei. Und dann kriegt man, wenn man es auf Untappd eincheckt, kriegt man eine Find the Source Badge. Genau. Ach so, das ist eine Badge, wenn du quasi in der Brauerei des Bieres eincheckst. Ja. Lippel, das ist dein Ding. Da kannst du noch. Genau. Also in dem Zusammenhang viele Grüße nach Dresden. Über welches Level reden wir hier? Bei diesem Abzeichen, bei dieser Badge. Aber hier kommen schon einige, hier kommen noch einige Sachen. Ich muss mal gucken hier. Aber wir trinken was mal zum Zwischenfisch. Prost. Ja, Prost. Monique sagt, es ist quasi ein Kölsch. Also das ist ja. An dieser Stelle brechen wir das Tasting ab. Blasphemie. Kann man Monika irgendwie ausschließen jetzt mal? Nein, also Entschuldigung, es ist so Kommunikation, Toleranz und so weiter. Nur weil sie jetzt eine Meinung hat, kann man sie doch nicht gleich ausschließen, oder? Ich denke, oder? Dass es nicht eine Meinung ist, da wird schon was Fundiertes dahinter sein. Naja, wahrscheinlich wegen obergäriges Bier, aber bei kalten Temperaturen. Ja, weil es eigentlich kein Bier ist. Also wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann das durchaus Sinn ergeben. Ne? 17, 20, 18, immer. 20 ist schon. Also hier wird doch mal 17, Lehrer wird hier mal gut tun der Runde, dass hier nicht immer jeder macht, was er will. Aber es ist Wochenende. Wochenende. Also ich bin ja noch Samstag zur Schule gegangen. Kannst du mal sehen, wie das muss ist. Ja schon sehr, sehr, sehr lange her sein. Das ist durchaus richtig, also gut. Ist nicht so gut wie das Sündehell. Warum? Worauf willst du deine These? Aber es ist trotzdem gut. Produktplatzierung. Sveti, warum lachst du eigentlich nicht? Nee, Sündehell ist ernsthaft ein geiles Bier. Aber das auch. Sehr das schön. Kann man alles konkurrenzlos anerkennen. Einfach. Ich würde ernsthaft die Meinung von... Sind zwei von verschiedene Stile einfach, die da wirken. Eben. Den Braumeistern in der Runde. Also der Olli schreibt, Beschreibung auf der Hülse passt, knackig, harzig, nice. Lach nicht so. Ah. Oh, hier mit dem neuesten. Danke fürs Feedback, Olli. Hm? Mit dem neuesten Hopfenscheiß. Cryo Pop Blend. Was ist ein Kryo-Koppel? Ganz, den ganz neue, mit, oder neue was? Methode. Ganz neue den Methode. Hopfen, den Hopfen auszuschlachten. Nur die guten Inhaltsstoffe rauszuholen. Erzähl mal, wie funktioniert das? Bei ganz, ganz vielen Temperaturen. Das ist ein Kryo-Pop. Ganz genau kann ich es da nicht erklären. Aber bei ganz ist das eine Musik? Ach, nee, das ist hier, kennt ihr Star Wars? Das ist hier dieser Kryo-Schlafen, der geht auch kryptisch. Wie ist das? Ja, der wird doch hoch eingefroren. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Musikrichtung, Kryo-Pop.
Nee, nee, ist ganz besonders teurer Hopfen. Ah. Was machen die mit dem? Er wird bei besonders tiefen Temperaturen, bei minus 30, minus 35 Grad, das Kulin rausgelöst und dann ist das besonders konzentriert und soll mehr Geschmack machen. Es sind weniger andere Stoffe drin. Also über fehlenden Geschmack kann man sich ja nicht beklagen. Aber es kostet ja dreimal so viel. Ja. Darf ich kurz hier? Also El Podarino sagt, es hat eine leicht klebrige Süße. Sehr lecker. Sagt Monique True Brew, hatte letztens auch ein Cold IPA im Recheck. Spannender neuer Bieransatz. Also wie ihr seht, scheint jetzt irgendwie überall mal aufzuploppen. Und Grüße aus, wie heißt der Ort dabei, Machern? Aus dem Gartenhaus. Wir sollen noch bitte an den Rauchmelder über den Tisch denken. Ja, ja, ihr Stängel dort in der Gartenlaube. Ja, wir haben da vorhin nicht umsonst die Batterie da rausgemacht. Da eben, eben. Denn nachher, wenn die Kamera aus ist, mache ich ja eine richtig haze. Oh, ich sehe ganz rot aus im Gesicht. Das ist auf dem Bildschirm. Stimmt, liegt am roten Licht hinter dir. Wirklich? Nee, das ist, weil ich vorhin noch mal eine Stunde in der Kälte spazieren war, bevor ich hier... Achso, Cold IPA und Cold Stine. Genau, Cold as Ice. Aber das muss man auch mal sagen. Ich meine, wir haben ja dann auch mit dem nächsten Bier, was ganz spannend, ja, ich weiß nicht, wie das Trinktempo zu Hause ist, haben wir ja auch ein Bier, was quasi brandneu ist. Das ist neu. Nummer 2 war neu, das gab es noch nicht vorher. Also wir sind schon, wir sind so ein bisschen aber vorn dabei, oder? Habt ihr denn auch einen neuen Song, wenn jetzt hier schon neu das Motto ist? Oder könnt ihr nur alte Kamellen? Alte Kamellen. Also. Die aber immer frisch bleiben. Ah, Evergreen, ich Evergreen. Schon wieder im Grund, das Tasting hier abzufüllen. Das ist für mich. Songs. Also wenn ich mal gucke, dass das irgendwie das nächste Bier, also das ist eigentlich auch ein bisschen unfair, dass wir jetzt schon über das nächste Bier quasseln, werden wir das trinken, weil das ist echt gut. Aber das nächste ist zumindest auf meiner Liste, Kehr wieder. Das ist ja so ein Küstending. Da wird auf jeden Fall so ein Seefahrerlied passen. Mhm. Ja, machen wir dann gleich, würde ich sagen. Klingt gut. Aber erstmal austrinken vielleicht. Aber ja, sag mal, wenn hier Mais drin ist, schmeckt ihr da was aus, dass es wirklich nach Mais schmeckt? Also es schmeckt viel süßer raus. Ob das der Mais ist, weiß ich nicht. Zum Mais habe ich da wenig Erfahrung. Du bist doch immer ja auf der spanischen Insel und trinkst Maisbier. Ja, ja, da gibt es Maisbier, aber die sind dann doch ein paar Level unter dem Bier hier. Ja, aber dort meine ich, dann schmeckst du ja dort auch den Mais richtig raus. Nee, da schmeckst du keinen Mais raus, da schmeckst du gar nichts. Aber findest du nicht, dass, das so eine, dass es auch so ein bisschen so eine Trockenheit hat? Also weißt du, dass die Süße hast vielleicht so im ersten Moment, aber dann, wenn du das runterschluckst, dass es dann eher so ein bisschen trocken ist oder so ein bisschen so, als ob du auf einmal Staub im Mund hast? Also nicht ja, so. Also aber trocken aber, ist es schon, das stimmt. Ja, aber, und das ist, glaube ich, so durch dieses... Weil durch den Mais hast du ja, da ist ja nicht so viel Süße drin, wie wenn man Malz reinwerfen würde in den Sud. Sage ich das richtig? Ja, ist doch trotzdem, ist es Mais oder Maismalz? Gibt, glaube ich, beides. Aber es hat ja trotzdem nicht ganz so viel Zucker, würde ich mal jetzt behaupten. Und dadurch gibt es etwas, so ein bisschen trockeneres Gefühl oder ist es aber wirklich. Dann eher so entvergoren. Aber hier gibt es noch ein paar Rückmeldungen. Nee, kein Mais. Nur Korn. Also Katsanova sagt, entweder ich werde immer betrunkener oder die Biere immer besser. Vielleicht auch beides. Vielleicht das sieht nicht aus. Also. Dann gibt es hier noch eine Anmerkung zum Bier. Fruchtig, hopfig. Leichte Bitter- und Nadelbaumaromen. Irgendwie zieht sich das heute so ein bisschen durch mit den Nadelbäumen. Ja, so. Aber passt ja auch zu Weihnachten so ein bisschen. Ne? Also ja, leichte Nadelbaumaromen, leichte Süße und langanhaltender Geschmack. Sehr saftig, sehr lecker. Absolut gut. Ja.
Und dann gibt es, der Friedrich Vossberg hat hier auch eine Meinung und die Meinung ist, Kölsch ist keine Meinung. Kölsch ist eine Tatsache. Alt ist eine Meinung. Aha. Na, das könnt ihr mal bei einer gesonderten Runde besprechen, würde ich sagen. Oh, der, auch ein Aufeinandertreffen von Monique und Friedrich Vossberg wäre sehr interessant. Ja, das müssen wir mal arrangieren. Genau. Und dann kommt aus der die Frage aus Dresden. Das ist eine, da könnt ihr ja den Lauterbacher trinken. Zum Beispiel. Oder vielleicht lieber nicht. Aber jetzt habe ich eine Quizfrage für euch. Und zwar ist ja ein Kommentar aus Dresden und ihr müsst erraten, von wem. Der Kommentar heißt, und habt ihr es euch so vorgestellt? Vom Pfannküchlein? Nee, hat der Spieleberater gesagt. Das war bestimmt nicht. Ja, so beieinander. Und ja, Sebastian sagt, es schmeckt süß. Ja, es hat so eine gewisse Süße, aber es ist auch irgendwie trocken, finde ich. Aber es bleibt trocken. Ja, es hat eine Süße, aber die ist nicht unangenehm aufdringlich. Und das ist gefährlich. Also ich finde, es ein gefährliches Bier, weil das so schmeckt so ein bisschen, ist wie so ein Saft, schmeckt ganz gesund. Gefährlich, aber so ein, verdünnter Traubensaft. Und dann trinkt man 5 Dosen davon. Das macht man halb. Und dann ist Ende. Und dann oder ist man völlig 7,5? Ja. 7,5 ist eine Ausnahme. Ja, wie auch immer. Also ihr hattet ja gesagt quasi, dass ihr eine Überleitung habt zu dem nächsten Bier. Jeder kann ja zu Hause gemütlich austrinken, nochmal ein Schlückchen Wasser, das ist immer ganz gut, um das Glas auszuspülen, um den Mund auszuspülen. Wasser trinken ist immer gut. Mhm. Und dann habt ihr ein Bierfläschlein von Kermida in dem Kühlschrank. Zu dem es auch eine sehr interessante Geschichte zu erzählen gibt eigentlich. Spielen wir erstmal einen Song. Ja. Aber erstmal einen Song. Mal auf. Ja. Ja. Oder? Ein Shanty. Shanty Song. Für die Leute zu Hause, die die Akkorde abgucken, der klingt besser mit Capodastra, aber wir spielen es halt ohne. Was ist ein Capodastra? Ein Kapo. Da fangen wir jetzt nicht an zu erklären. Ich kenne nur Kapo. Das ist, hat mich nicht verwandt. Up and over the windows blow, on the back of the window.
Seefahrer. Hast du nicht richtig zugehört? Das kann sein. Das ist so ein altbekanntes Problem. Aber vielleicht könnt ihr es ja nochmal erklären. Also so eine kurze Wiederholung oder Recap, wie man in Nashville sagen würde. Dein Song, du musst ihn erklären. Es ist eigentlich eine Märchengeschichte. Es ist ein Cowboy, der satt hat, Cowboy zu sein und lieber zur See fahren würde. Verkauft sein Pferd, geht in den Hafen, trifft auf einen Gypsy, der so eine Schatzkarte hat und dann folgt er dieser Schatzkarte und immer auf der Suche nach einem Matrosenei. The Sailor's Egg. Ja, und zwischendrin irgendwann, was ohne dass er es wirklich bemerkt, wird er vom Cowboy zum Piraten. Das ist die ganze Story hinter dem Song. Viel drin hier, das müssen wir mal aufheben. Für später. Ja, das ist ja. Ja, wir haben ja nicht so ein schönes Geländer, wo man das so aufreihen kann, ne? Aber gut. Und es geht auch so. Ja, also jetzt kommen wir ja zum. Also danke übrigens für die Erklärung. Ich habe, glaube ich, sogar ich verstanden. Aber was ist ein Matrosenei? Das ist eine ganz andere Geschichte. Wolltest. Achso. Nee, das, da braucht man jemand anders, der das erklärt. Na, das können wir dann irgendwann mal, das muss man mal live am Tresen, muss man das besprechen und erklären, das, oder? Ja. Ich meine, man muss ja auch immer noch irgendwie Fragen offen lassen für, wenn man mal wieder irgendwann live zusammenkommt, ja? Genau, also jetzt aus Hamburg in Leipzig von der Kehrwieder Kreativbrauerei das Nepente oder Nepenti. Ein ganz spannender Name, der erstmal ein bisschen seltsam klingt, ja? Ich finde das ja ziemlich gut. Kein Bier für Nazis. Kein Bier für Nazis. Top. Absolut top, oder? Also das ist stark. Ich finde, das muss man auch mal draufschreiben, ja. Das darf man ruhig mal sagen. Oh, hier, nochmal ein Prozent mehr. Sehr schön. Naja, wir steigern uns langsam von 7,5 auf 8,5. Oh Gott. Ich bin raus. Ich gehe auch noch mal schnell. Und dann also, ja, dann beeil dich mal, weil sonst verpasst du die Geschichte über das Bier. Oder lass die Tür offen. Ach, gut. Na ja. Ja, na dann. Ich weiß nicht, ob der Dude jetzt länger weg ist. Also. Na, wir können ja erstmal uns langsam rantasten. Wir können uns mal die Farbe anschauen, den Schaum. Also es gibt ja Leute, die können irgendwie einen halbstündigen Vortrag über den Schaum, die Schaumstabilität und Feinporigkeit und, ja, ist völlig und so weiter. Aber man muss es ja auch, also letztendlich muss man, es geht ja irgendwie auch so ein bisschen eher um den Geschmack und die Trinkigkeit. Und wie wir in Nashville sagen, Schleusability. Die ist wichtig für euch. Na, das, auf Deutsch würde man Trinkigkeit sagen, in Nashville sagt man Schleusability. Und das bedeutet was genau? Trinkigkeit. Dass man 3, 4, 5 davon trinken kann, ohne dass einem über ist. Ah, also für lange Strecken geeignet sozusagen. Wahrscheinlich schmeckt das wie für lange Strecken, aber wahrscheinlich ist es das nicht mit seinen 8,5%. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall Nepenti, um mal den Namen vorab zu besprechen, ist der einer der Lieblingsorte von Olli und Julia Weselow an der Küste von Kalifornien. Ein Restaurant, so eine Art Hippie-Restaurant direkt an der Küste bei Bensur. Ich hab's vergessen. Aber auf jeden Fall ist es ein Ort und ein Restaurant, genau, an dem man sein kann und so schön auf die Küste schauen kann und die Sonnenuntergänge schön anschauen kann. Ja, und warum hat man so, man macht in Hamburg irgendwie Bier und nimmt dann so einen Ort, so einen Namen von so einem Ort in Kalifornien. Das hat auch so ein bisschen zweierlei Hintergründe. A, dass Olli dort gelebt hat und gearbeitet hat, auch in den USA. Und natürlich dort Zeit verbracht hat, auch mit Leuten dort Biere gebraut hat, Leute dort beraten hat zu Brauanlagen. Und dieses Bier entsteht aber immer jedes Jahr, macht Kehrwieder quasi ein anderes Bier, was quasi an dem Contest der Hopfenflasche
Hopfpflanzer, also der Hopcrowing, Hopcrowers of the USA sozusagen, die machen immer jedes Jahr einen Wettbewerb und geben die Hopfensorten vor und den Bierstil vor und dann kann man sich dort beteiligen und muss eben, also hier sind die vier Hopfensorten, die stehen auch hinten drauf, Lukas, vielleicht kannst du sie mal vorlesen. Columbus, Simcoe, Talus, Talus und Comet. Genau, und die wurden vorgegeben. Idaho 7. Und es wurde vorgegeben. 5. Oh, dann habe ich vielleicht wieder mich, also ja, auf jeden Fall, das wurde vorgegeben, die Hopfen. Und weil eben diese Hopfenpflanzer, die überlegen sich das. Und der Bierstil, und das ist in dem Fall ein Double India Pale Ale, nach dem Stil West Coast oder in die West Coast Richtung sozusagen ausgelegt. Und, Kalifornien. Und da hat mir Olli erzählt quasi, dass sie dann auch immer überlegen, was verbindet uns persönlich als Calvita mit eben West Coast oder mit dem Bierstil an sich und dann so Namen aussuchen. Und da gibt es schon in der Calvita-Reihe mehrere Biere, die eben durch diesen Wettbewerb entstanden sind und auch spezielle Namen haben aus der Historie. Genau. Ja, aber wir haben jetzt schon mal dran gerochen, das wäre doch mal was. Herrliche Farbe. Big Sur, Big Sur ist es. Das habe ich gesagt, Ben, ich war bei Ben Hur, Big Sur. Also ich meine, man kann ja schon mal durcheinander kommen hier. Ein Cowboy, der ein Seefahrer werden will und Johnny Cash, lauter Biere. Sagt diejenige, die hier den Lauterbacher reingeschmuggelt hat. Kann man auch schon mal durcheinander kommen. Ja, was riecht mir denn hier? Habt ihr irgendwie, es riecht auf jeden Fall ein bisschen malzig süß, oder? Ja. Kräftig. Ja, Mann. Ich darf nicht mitmachen, ich bin voraus, ich habe schon getrunken. Ach so. Aber wir müssen doch erst sagen, 18, 13, 20. Oh, die Zahlen da langsam. Mit 17 geht's los. 17, 18, 20. 1, 2, 3, nein machen oder so. Prost. Prost. Wir müssen, was wir unbedingt nochmal machen sollten, ist anstoßen. Warum? Das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Geräusch, was, das fehlt einfach vielen Leuten. Ja, dann. Guck mal. Oh, ja. Wie das früher in Kneipen war, als die Leute zusammen waren. Ja. Als es noch Kneipen gab. Damals. In einer Zeit, als es noch Kneipen gab. Genau. Prost. Aber das ist ja auch nicht jedem so bewusst. Ne? Also in Berlin zum Beispiel sind Kneipen noch offen. Also richtig, das muss in man in Sachsen ja. Ist das anders. Bars und Clubs. Na klar, würde ich das jetzt. Vielleicht solltest du mal zum Augenarzt. Du hast zu wenig Licht dort. Vielleicht hast oder du, mal hier hast ins Licht Depot kommen. Mit eingeschenkt. Vielleicht hast du das Depot mit eingeschenkt. Aber Hefe ist gesund. Ah, die Regie zaubert jetzt hier. Da bin ich gespannt auf diese Einstellung. Ich hoffe, die sehen wir zeitversetzt. Das passt schon Richtung Bali rein. Wir haben Mehl reingetan. Ich denke, die Technik, die will behaupten, dass wir der Technik das schlechte Bier geben würden. Bitte? Dass das trüb wäre und wir hätten also besseres nee, Bier. Also nee, ich glaube, der braucht einfach mal einen Termin mit dem Augenarzt. Das ist schlecht. Er macht auch die Kamera. Oder Till sagt nicht, bloß nicht den Jan ans Licht. Ja, genau. Also ich muss sagen, dass das ein gefährliches Bier für mich ist. Ist auch wieder sehr trocken. So vom. Das könnte mein Long Distance und Werbi Schleusbier. Let's go down Bier sein. Aber da bleibt ganz viel im Geschmack. Also bleibt ganz viel da, wenn man das so. Da bleibt ganz viel hängen. Na, Till schreibt auch gerade hier, ein grandioses Bier, schon wieder der Alk nicht zu schmecken. Viele Aromen. Oh ja. Aber stimmt, so eine leichte, dieses Malzige so ein bisschen. Aber jetzt können wir ja mal über, also ich meine, das Publikum enttäuscht mich schon echt ein bisschen. Ne? Keine dummen Fragen zur IPA-Geschichte, was ist eigentlich ein IPA? Da müssen wir soll ich mal fragen? Was ist ein Ibus? 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 Nein, das ist ein Ibu. Das ist so ein Bus, der ist so ein Bus, der mit elektrisch fährt, oder? Nee, der Ibu wäre. Ein E-Bus, oder? Ach so, nee, du meinst IBUs, meinst du? International Bitter Units. Wie viel hat's denn? Hast du gespickt? Steht bestimmt, ne? Schmecke ich so nicht raus. Mensch, 20, da müssen wir noch. Du musst noch öfter ins Trainingslager. Wir müssen wohl mal beim Maschsee eine Bestellung machen. Es gibt ja jetzt wieder Azubi-Plätze frei, oder?
Nachdem ja? Bernhard als Jus stehen hier nicht, die Gesellen aufgestiegen ist. Da müssen wir auf Antep gucken, oder? Da steht das immer. Große Antep. Ja, das ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine Wahrnehmungssache. Also die Bittereinheiten, man sagt ja irgendwie so ein klassisches Helles, was wir heute als erstes getrunken haben, hat irgendwie sich zwischen 16 und 22. Jever angeblich so um die 45. Das ist sehr, sehr herb. Aber das ist ja auch immer für jeden anders und es kommt ja auch darauf an, wie es eingebunden ist in die Malze und in das Gesamtkonzept. Also von daher, es gab ja mal von Mikkeller ein Bier mit irgendwie 1000 IBU und man sagt aber, dass man das eigentlich ab 100 gar nicht mehr so richtig selber mit seinem Geschmack austarieren kann oder beurteilen kann. So wie ab 5 Promille, da merkt man auch nicht mehr. Ich hab's sehr guter Vergleich. Gibt vielleicht Nummern drüber, aber viel passiert da nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, das haben wir nämlich noch gar nicht bei dem verbotenen Bier. Wir haben noch nicht über diese IPA-Geschichte geredet. Eigentlich müssten wir jetzt spontan, aber das schaffen wir heute nicht. Na, aber wieso sollten wir über die IPA-Geschichte reden, wenn alle darüber reden? Ja, wahrscheinlich. Aber macht man nicht immer ganz oft Dinge, die alle machen? Ich würde das gerne rauslassen. Ja? Das ist so ein Moment, also wenn ich mir Tastings angucke und zum 10. Mal sehe, was ein IPA ist, dann gehst du aufs Klo. Oder trink ein Zwischenbier. Na gut, also wir können ja abstimmen. Du kannst ja dich. Wir können das total demokratisch abstimmen. Absolut. Wer ist für die Geschichte? Wenn sie der Dude erzählt, dann. Nee, so war das Ding nie abgemacht. Ja, du kannst es doch irgendwie mit einem Matrosen und einem Cowboy und oh, irgendwie. Ja. Das kriege ich nicht hergeleitet. Bach, komm, in aller Kürze, was ist ein IPA? Haus raus. Ein obergäriges, stark gehopftes Bier. Ich denke, so kurz hat die Geschichte noch nie jemand erzählt. Hätten wir das abgeklärt. Na, sehr schön. Und wer nähere Details möchte, der guckt sich einfach nächsten Samstag, 18.12. Hashtag Tim und Franz, Biervielfalt an. Da wird das immer sehr schön dargeboten, die Geschichte. In allen möglichen Dialekten. In allen Dialekten, in allen Formen und Farben, gedichtet, gesungen, gerappt. Auf Kölsch gab es das noch nicht. Auf Kölsch gab es noch nicht. Monique, vielleicht möchtest du einen Beitrag leisten oder findest ein Opfer, das sich dafür hergibt, den Beitrag zu leisten auf Kölsch. Letztens war es auf was? Klingonisch? Nee. Na, aber das könnte man doch, da könnte man die IPA-Geschichte mit verdammt lang her, so kann man irgendwie so langer Weg, verdammt lang weit her oder irgendwie so. Ja, oder einfach mal bei Dr. Hobbs Leipzig auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr viele Darbietungen der IPA-Geschichte. Das könnt ihr euch dann eigentlich quasi im Nachgang noch reinziehen. Das genau. Schon. Selbststudium. Ja, das muss man auch mal. Also, ja. Stillarbeit. Ne? Also man kann ja nicht immer nur alles, sage ich mal, auf dem goldenen Teller servieren. Genau. Man muss sich auch ein bisschen bemühen und selber mal was rausfinden. Ja? Man muss sich stets bemühen. Richtig. Ja, ja. Ja, aber geiles Bier. Absolut, ja. Wollen wir noch Hammer. Wollen wir noch ein, zwei aufmachen? Und Prost to Hamburg. Stellen wir vor, zum nächsten geht noch ein bisschen was wegzischen. Ja. Und ich habe ja mal so ein bisschen nachgeschaut. Also Ali, ja. Eine Pente hat ja auch noch andere. Also eine Pente hast du, weißt du? Wisst ihr irgendwie? Oder habt ihr griechische Mythologie. Gibt es auch nicht eine Band, die so heißt? Ja, wahrscheinlich gibt es da einiges. Restaurants, die so heißen. Aber irgendwie laut griechischer Mythologie waren die Pentes irgendwie waren Arzneimittel, die Wein hinzugefügt wurden, um eine heilende Wirkung gegen Ängste und fürs generelle Wohlbefinden und so, aber da fragt man sich auch. Wein allein? Ja, habe ich mich auch gefragt, ja. Und dann gibt es halt irgendwie wohl noch die Geschichte von Star Wars, Star Trek Wiki, dass es so eine Art Planet ist. Und die Erde auf dem Planeten hat eine heilende Wirkung. Also doch wieder griechische Mythologie. Ja, also so viel dazu. Das muss unbedingt das Publikum klären. Die sollen das mal irgendwie googeln. Und in der Gegend auf dem Mars ist dann auch benannt. Auf der Marsoberfläche. Ah. Bestimmt, weil es da besonders schön ist. Wahrscheinlich. Und man den Sonnenuntergang von dort aus anschauen kann. Viel Sand auf jeden Fall. Ja, ihr könnt das ja mal recherchieren und dann schickt ihr das an Tim und Franz und die
werden eure Videobotschaft über Nepenthe nächsten Samstag senden. Live aus dem Dr. Hobbs. Genau. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Ja, ist ja auch das Grinsegesicht dazu. Wir müssen Produktplatzierung. Oh, 90 IBU hat das Bier. 90 Bittereinheiten, International Bittereinheiten. 90? Sagt der Braumeister höchstpersönlich, ja. Aber ganz gut eingebunden. Ja, und die Frage von Kolja haben wir ja schon geklärt. Was ist eigentlich ein IPA? Es gibt auch übrigens Zuschauer aus Georgien. Oh, schön. Vorhin wurden da auch schon viele Grüße geschickt, habe ich nur jetzt erst vorgelesen, genau. Alice sagt auch Grüezi. Grüezi. Und, und der Till sagt Stillarbeit. Ausrufezeichen. Lukas Kram in der Mythologie der DDR. Der hat doch gesagt, er ist Samstag zur Schule gegangen. Da weiß man doch, wo es herkommt. Aber nur einer muss da noch bis nach Hamburg bleiben. Jetzt bleiben. Ja, schau zu. Der Olli, wann kommen wir zu dir nach Hamburg? Also hier der Gospel. Um das mal ganz offiziell zu machen. Schreib da mal bitte einen Termin. Genau. Da würden wir auch mit der Badewanne eine Ausnahme machen. Ja, im Zweifelsfall. Ja. Wir könnten auch einen Schlenker über Hannover machen. Na, oder ich habe da noch eine viel bessere Idee, weil wir haben ja auch schon heute über Better Together geredet. Wie wäre es denn, wenn die Care Machine World Tour, also quasi Meshsee und Care wieder, auf ihrer Care Machine World Tour immer eine Band dabei hat? Oh ja, es muss auch immer jemand das Bier trinken. Also publikumswirksam. Hm, hm, hm. Oh, publikumswirksam Bier trinken können wir gut. Das ist eine Kernkompetenz. Das stimmt. Und es hat nichts mit DDR-Mythologie zu tun. Und ich habe hier aber irgendwie... Irgendwie habe ich heute noch keine Rückmeldung aus Berlin bekommen. Ich hoffe, da ist alles gut und Berlin, Tempelhofer Ufer ist nicht eingeschneit. Also hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, irgendwie an Feedback, zumindest irgendwie einen kleinen Songtext. Na, vielleicht findet es alles auf Insta statt und wir kriegen es ja auch nicht mit. Oder es ist nicht ausgegangen dort. Das kann auch sein. Naja. Wir werden es vielleicht niemals erfahren. Aber wir brauchen, glaube ich, das nächste Bier so langsam. Also ich habe zwar noch was drin, aber wir können ja schon mal sagen, wir können ja schon mal jedem, weil ich meine, jetzt geht ja sowieso alles langsamer. Jetzt haben wir schon irgendwie... Na, aber wir haben schon vorher nicht was getrunken, jetzt müssen wir doch mal hier ein bisschen... Nein, aber wir müssen ja schon mal so langsam die Überleitung, weil der ein oder andere möchte vielleicht mal auf Toilette, von dem Weg zur Toilette zurück, möchte das nächste Bier mitbringen. Und wir haben ja jetzt quasi über Care wieder Hamburg geredet. Was kommt quasi davor? Also wenn man von Leipzig nach Hamburg fährt, kommt man vorher an Hannover vorbei, oder? Und natürlich bleiben wir bei der Seefahrerthematik. Wir fahren an den Maschsee. Und wer? Captain Blaubeer. Ist der Captain? Der Blaubeer. Und es ist ein Baltic Porter. Oh Gott. Hast du auch schon mal einen Baltic Porter gebraut? Nee. Ne? Warum nicht? Ja, das. Ich habe jetzt mittlerweile, gehe ich dazu über, diese ganzen vielen Namen wegzulassen. Ach so. Weil es dann immer Bier-Nazis gibt, die dir angucken und sagen, hier, da steht das und das drauf. Das schmeckt doch gar nicht wie ein IPA, das schmeckt doch wie ein Helles. Und. Oh. Aber da müsstest du vielleicht auch auf deine Etiketten drucken, kein Bier für, in Klammern, Bier-Nazis. Das wäre noch eine Idee. Nee, ich schreibe nur noch drauf, Ale oder Lager und dann irgendwelche ausgedachten Namen, also zum Beispiel Cosmic Ale oder... Das Cosmic Ale war sehr gut von dir. Hyper Copper Magnetic Dark Ale oder so. Und ansonsten ist es immer Hashtag gefährliches Bier. Ja, das sowieso, da steht eh immer drauf. Gefährliches Bier aus dem Erzgebirge. Das ist auch ein sehr gefährliches Bier, merke ich gerade. Oh ja, ein bisschen fischeln, ne? Gefährliches Bier. Aber Stine, da können wir auch ein bisschen deiner nächsten Frage, die du stellen würdest, vorweggreifen. Wie kann man den Gospel buchen? Ach so. nämlich gar nicht. Der Gospel spielt als erstes überhaupt keine Wünsche und zweitens kommt der Gospel zu dir. Du kriegst diese Gigs aufgenötigt. So wie der Olli.
der jetzt zuguckt. Wir kommen zu dir nach Hamburg, Olli. Ich weiß, dass du mich siehst. Mann, jetzt hätte ich Angst. Der Pulli noch dazu. Das ist echt. Ja? Oh ja, Steckel lieber. Das ist nicht ohne. Also das Testing-Format gefällt mir zunehmend besser. Na dann, in zwei Wochen noch. Also, nur mal ganz kurz, um die Kommunikation ein bisschen rund zu machen. Der Olli sagt, ah ja, ich bin hier, kommt gern rum. Die Frage ist nur, wer kann noch fahren? Na, einer von denen da, oder? Also, ja. Ich sag mal, ich stelle den Autoschlüssel zu. Und Till wünscht sich keine Meldung aus Berlin. Na gut, da kann sich jetzt jeder seinen Reim dazu machen. Weil diese Woche hätte es schon genug aus Berlin gegeben. Naja. Und Kolja plaudert hier aus dem Nähkästchen und sagt, bei Olli sei auch eine Badewanne vorhanden. Sehr gut. Badewanne oder mit so Düsen? Und Hannover wartet auch schon auf euch. Na dann. Und Frithjof Nansen sagt, I'm the Captain. Naja, das wird sich noch zeigen, würde ich mal sagen, oder? Also dieses I'm the Captain, das ist schwer, das kann man nicht so sagen, weil es gibt einen Captain im Gospel, der ist heute nicht dabei, aber das ist so ein Rang, den kann man sich nicht einfach so geben. Das muss man. Der hat Patent. Ja, durchaus. Also kannst du Slide-Gitarre, kannst du Banjo, dann können wir so ein bisschen über so ein Bordmatrosen-Ding reden, aber Kapitän noch lange nicht. Am Captain Gleit kommt keiner vorbei. Es gibt einen Captain hier in der Runde. Also Olli schlägt vor, 15. April, Prototyp Geburtstagsparty. Care Machine and the Gospel Singers. Great. Naja, wir werden das mal hier an die Booking-Abteilung weiterleiten. Ist ein Samstag, oder? Und ansonsten würde ich mal zu Friedrich sagen, ihr müsst einfach mehr Feuer, also mehr Holz aufs Feuer legen, dann wird es auch wärmer. Ich hätte da einen Fachmann an der Hand, aber der ist heute Abend leider schon ausgebucht. Für wie mache ich seriöse Lagerfeuer? Moment, Jay ist dein Mist, oder was? Hat auch Zeit. Nee, der hat Termine. Ja, Termine, ja. Ja, sonst wird er ja auch zuschauen heute. Speckstein-Rolf, weiß ich nicht, wo der ist. Besser aber nicht wissen, wo der ist. Wir müssen jetzt wirklich mal zum Marschsee. Ja, wollen wir das ausspülen? Oder vertügeln, oder? Naja, hier die eine Wasserflasche ist schon leer. Haben wir noch eine andere? Beide leer, würde ich sagen. Das ist halt, weil ihr zu viel Wasser trinkt. Kann mir aber jemand Wasser holen? Kann mir mal jemand das Wasser reichen? Also, die nächste Flasche wäre ein Baltic Porter aus Hannover von der Maschsee-Brauerei. Aber was heißt Baltic Porter? Ist das Porter Porter? Das ist eine gute Frage. Vielen Dank dafür. Das ist doch die Frage, die du jetzt gleich stellen wolltest. Naja, nee. Vorher hat Jalinski schon ein Glas kaputt gemacht. Ich wollte sie gerne beantworten. Also, Maschsee ist ja dafür bekannt, dass Maschsee nur untergärige Biere braut. Die machen ja nicht so einen Schnickschnack mit irgendwie hier IPA und obergärig und Ale und überhaupt. Vielleicht ist es nämlich in Hannover viel kälter als im Erzgebirge. Ah, vielleicht. Auf jeden Fall ist quasi ein Baltic Porter, weil Baltic aus dem Baltikum, sagt es ja schon, da war es halt früher eher kälter auch, so ein bisschen wie im Erzgebirge. Austrinken nicht vergessen. Naja. Ich glaube heute auch noch. Und deswegen waren die Häfen, die damals ihr Werk verrichtet haben, also quasi 1516, als quasi das deutsche Reinheitsgebot rausgehauen wurde. Das bayerische Reinheitsgebot. Da wusste man nicht, dass über die Haupt die Hefe an der ganzen Magic beteiligt war. Das bayerische oder das deutsche Reinheitsgebot sagt ja Gerstenmalz, Hopfen und Wasser. Du hast es richtig gesagt, in Bayern ist es mittlerweile ein Reinheitsverbot. Aha. Aber egal. Das ist auch eher was für ein Tresengespräch. Auf jeden Fall wusste man damals noch nicht, dass die Hefe überhaupt quasi dafür da, also die Hefe war einfach in der Luft und man hat erst später festgestellt, dass diese Hefe überhaupt dafür da ist und den Alkohol ins Bier bringt. Und genau, normalerweise ist ein Porter auch ein obergäriges Bier, also eigentlich ein Bierstil, der auch so ein bisschen so eine Geschichte hat wie die IPA-Geschichte, dass man sagt, ein Porter ist in England entstanden,
ist ein Bier gewesen, auch mit so röstigen Malzen, deswegen auch die dunkle Farbe. Was die Hafenarbeiter in London getrunken haben, die Porter. Also es war ja wirklich früher so, dass die Arbeiter auf dem Feld und so weiter, dass Bier wirklich ein Nahrungsmittel war, weil es auch da noch nicht mit 8,5% gemacht wurde, sondern oftmals weniger Alkohol hatte. Und einfach durch den Wien-Getreidebrei mit ein bisschen Alkohol, das war gut für Körper, Geist, Seele, man ist ein bisschen satt geworden. Genau. Und Porter eben für die Hafenarbeiter in London, für die Porter, also am Port haben die ja gearbeitet, deswegen Porter. Und eigentlich ein obergäriges Bier, aber wenn es quasi in anderen Regionen hergestellt wurde oder im Baltikum, dann war es eben untergärig. Deswegen ist ein Baltic Porter ein untergärig hergestellt. Also die Hefe hat bei niedriger Temperatur ihre Arbeit geleistet. Aber weil du sagst, für die Arbeiter, dass so hier wenig Alkohol und so, sagt man nicht, dass only a mindless worker is a good worker, dann wären doch 8,5% eigentlich besser. Hast du zu viel Futurama geschaut? Tisch mal auf, bitte. Der Service hat hier ein bisschen nachgelassen. Ja, der Kühlschrankbeauftragte. Das stimmt. Ja. Merci, Captain Blaubeer, Hannover. Hannover, wir sehen dich. Genau, und warum dann Captain Blaubeer eigentlich? Das ist die nächste Frage, die man sich stellen könnte. Dieses Bier ist kalt gehopft mit Komet. Über Kalthopfen können wir auch gleich nochmal reden, kann vielleicht hier der Geschichtslehrer was dazu erzählen. Eine Geschichte. Nee, auf jeden Fall wurde dort quasi... Oh, was passiert jetzt? Sehr viel der Hopfensorte Komet beigegeben, diesem Bier. Und das führt wohl dazu, munkelt man, dass man Blaubeeraromen erkennen könnte in dem Bier. Aber das müsst ihr jetzt selber herausfinden, indem ihr mal dran schnuppert, mal einen Schluck nehmt und vielleicht auch mal diese retronasale Technik. Ich wollte schon fragen, ich dachte, wenn wir heute die IPA-Geschichte nicht erzählen, ob dann auch die rektanasale Geschichte nicht retro, erzählt. Retronasal. Ach so, ja, wie war denn das? Was, das kenne ich jetzt gar nicht. Ja, die ist relativ kurz, die Geschichte. Es ist nicht vintage, es ist retro. Na dann erzähl mal. Ja, ich habe es ja vergessen. Ich habe ja selbst den Namen vergessen. Also, du musst die erzählen. Das hat was mit Riechen zu tun. Ja, eher mit einem Stückchen nehmen. Aber könnt ihr schon mal dann riechen? Riecht mal was? Riecht schon nach Blaubeere? Oder nach was riecht es denn? Riecht es nach... Das ist noch zu kalt. Riecht's, ja, siehst du, das ist das Problem. Nämlich Trinktemperatur ist durchaus ein Thema. Wir sollten vielleicht ja, schon auf jeden Fall, ja. Lass uns also mal das schon, nächste Bier schon mal rausnehmen aus dem Kühlschrank. Kann ich das sagen, dass das... Niemand ist anders. Ja, das sollten wir wirklich rausnehmen. Die Dosenbiere 20, kannst du das mal machen? Auch wenn wir gleich ausgeschimpft werden. Ja, das macht der 20 gut. Ja, weil wir ja quasi bei den dunklen Bieren die Trinktemperatur teilweise etwas im oberen im zweistelligen Bereich liegt. Warte mal, hier. Das war noch nicht richtig. Leute, deswegen habe ich nicht. Ja. Oh, Leute, das ist doch. Nee, weil das ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen sehr kalt. Also das Bier ist. Das Bier ist. Das mal, weil das ist noch nicht. Dein Probierschlückchen. Nicht gut gespürt gewesen. Brauchst ein neues Glas. Ist die Tür offen? Ich muss ja jetzt nicht die Nähe trinken. Nein, geht ja das. Wollen wir hier aufmachen? Also man kann das ja einfach so ein bisschen die Hände dran machen, ein bisschen aufwärmen, das stimmt. Ich wusste nicht, dass der Kühlschrank so kalt ist. Ja, der hat's drauf. Aber man kann ja trotzdem schon mal eine Nase nehmen. Und das ist das Spannende, wenn man das Bier nämlich langsam, hey, jetzt mal ein bisschen Kontenance. Sorry, Lippi ist einfach. Also ich kann das verstehen, dass er das jetzt nicht trinken mochte. Na, er kennt es halt auch schon und schätzt das sehr, das Bier, deswegen. Lippi, komm her, warte, für dich. Komm. Judy, schenk ein. Ein geiles Bier.
Vermutlich. 15. April. Ich habe das draufgeschrieben, bevor ich es gesagt habe. 15. Hast du schon mal zu Hause angemeldet? Ja, so sieht's aus. Ja, aber man kann schon ein bisschen was. Du bist ein bisschen trüb geworden. Das ist ein Zaubertrick hier. Das längste Bier ihrer Wahl. Sündehell. Geil. Nee, wir sind jetzt bei Captain Blaubeer. Und Sündehell im Hintergrund so. Ganz, ganz dezent. Produktplatzierung. Das ist aber jetzt wirklich nicht nur Äpfel und Birnen, das ist. Das nimmt uns aber unser Freund in Hannover nicht übel, okay, dass wir das hier machen. Ich wäre mir da nicht ganz sicher, aber. Meinst du? Nee, volle Konzentration jetzt auf. Also jetzt nimmt das irgendein Typ in der Gartenlaube übel. Egal, wie man es macht, man kann es auch verkehrt. Hier wird gefragt, ob der Dude heute der Grinch ist. Ich habe von Bersi gefragt. Wer ist ein Bersi? Weiß ich nicht. Und Herr A. von der RSS11 sagt, ja, der Dude, der Grinch. Ich habe halt nur einen Weihnachtspulli an. Na ja, das Motiv. Aber ansonsten sieht er wenig cringig aus. Hey Till, aber ihr habt ja zum Glück noch ein paar Captain Blaubeeren in Reserve. Also von daher, macht also einfach noch einen aus. Zu langsam oder was? Ja, ja, wir sind zu langsam hier. Ja. Na dann, speed, speed, speed. Na ja, dann, ja. Speed it up. Das ist noch zu kalt. Prost. Das ist ein 18-20, nein. Nein. Ah, schön. Viel früher. Na, ich habe es echt versucht, ein bisschen aufzuwärmen. Ja, wer konnte oh, denn erwarten, dass der Kühlschrank jetzt plötzlich anfängt zu funktionieren? Also. Ja. Also so ein Bier kann man wirklich auch sehr, sehr langsam trinken, mhm, im Normalfall. Kann man. Wenn man jetzt quasi nicht... wenn man Zeit hat. Und dann verändert sich das auch nochmal. Also von kalt zu warm wird der Geschmack auch nochmal ein bisschen anders. Ich denke, wenn das ein bisschen wärmer ist, würde das ein bisschen noch gewinnen. Aber ja, du kannst es, mach mal so hier, mach mal so deine Hände und dann kannst du es aufwärmen. Du kannst es ja aufwärmen oder du musst es ja nicht so schnell runterschlucken. Du kannst es ja so ein bisschen... Achso, wir wollten ja nochmal die retro-nasale Geschichte besprechen. Das ist quasi, wenn du so... Also, man wird ja quasi beim Runterschlucken des Bieres ausatmen, um das kurz zu sagen. Muss man ein paar Mal üben. Am Anfang klingt das sehr kompliziert. Aber ist das eine Verkostungstechnik? Oder? Genau, weil du quasi, wenn du das Bier runterschluckst und ausatmest, dadurch werden die Aromen in der Nase und generell so erwärmt, mhm, und dann nochmal intensiver wahrgenommen. Also einfach so, also quasi wenn man so macht, ein bisschen einatmen, so wenn man so machen und dann. Vielleicht müssen wir noch einen Song spielen, dass das Bier in der Zwischenzeit die Temperatur erreicht. Zum Beispiel, aber die Leute trinken ja vielleicht auch während ihr spielt. Naja, aber. Also mit diesem Retro-Nasalen bin ich mir nicht sicher, das könnte schief gehen, wenn ich das probiere. Nein, das ist einfach, also schluck's einfach runter und atme kurz danach aus. Aber verschluckt nicht. Ja, das übt man noch. Da wird so viel drüber geredet und dann kommt die kurze Erklärung: schluck's einfach runter und atme danach aus. Durch die Nase, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Das ist genau wie dein durch IPA die Nase gestellt. Ausatmen, ja, ja. So, Zucker, so ja, das erinnert mich an so Momente, so wenn der Damm bricht. Dazu haben wir einen Song. Das weiß ich. Ja, na, Captain auch, wenn der Damm bricht und so. Wollen wir ihn spielen? Komm, wir spielen ja zwischendurch. Ja, dann ist es auf Trinktemperatur. Solange der Dude die Akkorde noch findet, sollten wir das nutzen. Genau, aus Dresden wird nämlich auch schon gesagt. Genau, macht ihr mal wieder Mucke. Welches sollte das sein? Ach hier. When I Awoke. Preacher Song. Was? When I Awoke. Ja. Ach so, ach der. The Preacher Song. Ah. When the Levy okay. Breaks. Das hat doch also so eine schöne Überleitung gebaut. Hört auf den Text. Das war noch nicht der Test. Oh. When I awoke, the sun just came out. Fevers in my head, they were screaming so loud. Bloody eyes and sharp teeth in their mouth I saw. Oh, there was nothing you need to adore. A levee so massive, dark water behind. Crunching and cracking, I heard in my mind. The people stopped working, and I wondered why.
I was still sleeping, that was so that proof. Fox and Grey Fox and the goose slashed on me. City blood streamed around, oh how could that be? I raised up in darkness when there was no light. The knock came to me, I recovered my sight. I sat in a relic, what a tent could have been. Anxiety raised, sweat covered my skin. When the levee breaks, the fever is lost. Don't struggle no more, it's not worth the cost. Just take it out of here from my bloody hands. Drink it to the ground and make no other plans. Woo! Not far away, seven beer cans look fine. Golden yellow they were, and a weird crazy shine. I took the first can, drank it to the ground. After the seventh, I felt really drowned. The little black man, he materialized in front of the tent, and I stood hypnotized. He raised his hammer, and I held my breath. But he was left and brought me no sudden death. Better performance has never been done. I pull off my head, you're worthy, my son. These were the last words the black man spoke out. Then he disappeared and left me in doubt. Mal sehen, ob das Bier jetzt Trinktemperatur hat. ist das noch scripted oder ist das noch schon Reality? Der Maloney interessiert sich dafür, ob du nach dem deutschen Reinheitsgebot brauchst. Oha! Meistens, ja. Die Bache. Ja, tatsächlich. Ja. Aber das interessiert mich eigentlich wenig. Also, deutsches Reinheitsgebot. Aber warum denn nicht? Erzähl's doch mal. Ist ja Quatsch. Erstens hieß das nie wirklich so, damals, als es erfunden worden ist. In Bayern. Also auf bayerischen Bieren steht ja bis heute nicht deutsches Reinheitsgebot, sondern bayerisches Reinheitsgebot. Aber ich glaube, der Begriff deutsches Reinheitsgebot ist zum ersten Mal im Kaiserreich aufgekommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es ursprünglich hieß, aber... Manche behaupten ja auch, dass das quasi das älteste Marketing, wie sagt man, Marketing, nicht Marketing, älteste Marketing Gag. Wie heißt das? Marketing? Marketing Gag. Nee, kein Gag, aber so eine Art Marketing auch ist, dass man sagt, ja, man sagt, das ist so und so. Das und so, ist jedenfalls das kein Gütesiegel, weil es nichts über die Qualität aussagt. Ja, und man kann ja selbst im deutschen Reinheitsgebot, also man hat ja Hopfen, verschiedene Hopfensorten, 250 Hopfensorten, es werden immer mehr, also so Pi mal Daumen 52, Tendenz aufwärts, genau. Man hat sehr viele verschiedene Malzsorten, man kann Malze rösten, wie zum Beispiel hier in diesem Bier sind Röstmalze drin, und man hat viele Hefesorten. Selbst das Wasser mit verschiedenen Wasserhärten und aus den Zutaten kann man ja schon sehr viel kombinieren im Grunde. Also wie ihr in Sorgen macht, kann man auch ein Bier kombinieren. Und nicht nach Reinheitsgebot würde ja dann eigentlich bedeuten, wenn man wie bei historischen Bierstilen, zum Beispiel bei einer Gose auch Koriander oder Salz hinzufügt und so weiter und so fort. Das ist ein sehr schöner Vergleich eigentlich, weil wenn man mal jetzt Vierteltonmusik auslässt oder Mikrointervall, Geschichten, gibt es ja nur 12 Töne, aus denen Musik gemacht wird, und es gibt nur 4 Zutaten, grundsätzlich so, für den Grundstoff. Aber man kann ja so eine Vielfalt daraus schaffen. Ja? Also, und, jetzt wird es philosophisch, wir brauchen, glaube ich, noch ein stärkeres Bier. Also wir haben heute, also wir trinken ja nachher noch ein Bier, dann haben wir 7 Biere getrunken. Und davon waren 5 quasi nach dem Reinheitsgebot und 2 nicht. Also das eine hatte halt Mais, da war Mais dabei, was quasi nicht nach Reinheitsgebot ist. Und das letzte Bier, was wir nachher noch trinken,
Da ist quasi Chili und Vanille zugefügt. Genau. Aber warum schmeckt das hier nach Blaubeere? Das hatten wir schon geklärt, als ich kurz. Das ist von dem Hopfen Komet. Gibt es übrigens auch bei Sündebräu oder gab es? Es ist wohl ausverkauft. Nein, gibt es noch. Gibt's noch? Komet gibt's noch. Komet gibt's noch? Hm? Pale Ale Komet. Ja. Sollen wir das mal in die Kamera halten? Und dann. Von Sündebräu. Na, schafft das mal ran. Kauf Sündebräu. Kauf Sündebräu. Genau. Wir können ja gleich nochmal. Und Messi, das muss ich nicht ausschließen. Man kann durchaus von jedem. Und man kann es in einem Package kaufen, wie heute zum Beispiel. Eben. Wieso reden alle von Captain Blaubeer und niemand redet von Hein Blöd? Also ehrlich. Wieso? Ja, das ist vielleicht das nächste Bier, was die planen. Ah. weil den Hopfen haben sie noch nicht gezüchtet, der nach Hein Blöd schmeckt. Ja, und genau, das ist nämlich die Hopfengalerie von Sündebräu. Da wird immer ein Pale Ale gebraut. Kommen wir auch gleich noch dazu. Da schließt sich wieder der Kreis. Ja, wir kommen gleich dazu. Wenn ihr nicht immer so vorlaut wärt. Die Mutti. genau, Single Hop Pale Ale, diesmal mit der Hopfensorte Komet. Es gab schon Tango, gab's. Was gab's noch? Azaka. Und dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, also wenn man das Etikett nochmal daneben stellt, dass quasi immer bei der Single Hop Serie die Etiketten so ganz anders aussehen. Und da kommt nämlich auch wieder Better Together oder Zusammenarbeit ins Spiel. Und da ist es nämlich so, da könnten wir auch noch eine Preisfrage draus machen. Wer kennt die Person, die dieses Etikett gestaltet hat? Ich weiß da schon wieder Leute in Hannover und Hamburg, die da genau Bescheid haben. Ach so, ach so. Na gut. Und die sicherlich auch sehr froh wären über eine neue Lauterbacher-Challenge und sowas. Ja, ja. Na, es ist irgendwie so ein Geschichtslehrer, der auch zeichnen kann. Und manchmal Bier braut. Wer soll das sein? Und auch noch ein Sänger von so einer komischen Band ist. Der soll angeblich dieses Etikett gestaltet haben. Dann müsste eigentlich Italiener sein, oder? Wieso? Na, so Künstler, die Bier brauen. Ja, stimmt. In Italien brauen viele, viele Musiker Bier mittlerweile. Weil die nicht mehr zu tun haben, oder was? Das ist nee, ich glaube, weil sie selbst ihre besten Kunden sind. Aber wenn jetzt diese Flasche so hier steht, die kann man ja nicht zulassen. Oha! Ah. Zwischenbier-Dating! Prost, Nico! Oh, verdammt! Jetzt wird es natürlich haarig für die Leute da draußen, die das Bier einfach nicht haben. Ja. Nee, aber ihr könnt jetzt hier noch ein paar Leute, nein, aber alle anderen holen sich schon mal noch das letzte Bier aus dem Kühlschrank, wenn sie es nicht schon getan haben, weil das kann in der Tat ein bisschen wärmer werden. Ja, lass das ein bisschen warm werden. Und das ist auch eine Halbliterdose, da trinkt man lange. Ihr könnt es euch schon mal rausholen, ihr könnt es euch auch schon einschenken, wenn ihr soweit seid. Weil ich glaube, da hat man eine Weile mit zu tun. Ja, das ist 11 irgendwas Prozent und es ist wirklich so ein Dessert. Oh, da müssen wir aber davor unser letztes Lied spielen. It goes up to 11. It goes up to 11. It das goes up nearly to 12. Erinnert mich schwer an die Geschichte, wie wir mal in Berlin in dieser Kraftbierbar gespielt haben. Wie hieß sie denn? Protokoll. Im Protokoll. Was gab es da für eine Geschichte? Naja, da hast du immer so ein Catering-Paket, was vereinbart ist. Ja. So, ein Catering-Paket. Ein Liquid Catering-Paket. Das Protokoll hat ja unglaublich viele Zapfhähne. Also 24. Die haben 24 viele. Zapfhähne, aber keine also, Badewanne. Protokoll Berlin, geil. Und ich kann das gut, ich weiß. Jedenfalls kommen wir da rein und kriegen zu erfahren, also das war ein bisschen unabgesprochen, was wir da eigentlich gespielt haben. Und es war ein bisschen unklar, was eigentlich in diesem Catering-Package ist und was nicht. Und wir waren so ein bisschen durstig aufgrund der langen Fahrt, weil und generell? Der Gospel trinkt auf der Fahrt nie Bier. Naja, der Fahrer zumindest. Zumindest der Fahrer. Also drink responsible, ja, Freunde. Weshalb und, wir uns ja gerne nur im kleinen Umkreis. Nur so 50 Meter. Ja, Hamburg geht noch, würde ich sagen. Jedenfalls kommen wir da an und haben dann so ein bisschen vereinbart und es kam irgendwie raus, ihr könnt euch quasi aus den Bieren eins aussuchen, was ihr trinken wollt, so für heute Abend. Also so wählt einfach frei, bestellt euch, macht das.
Und Lippi sofort horcht auf und sagt, dann viermal die Nummer 7. Aber die Nummer 7 war halt so ein Bier, was irgendwie, was war denn das? Das war hammerhart. 0,1 kam irgendwie so 9,50 Euro. Und wir haben viermal die 7 in 0,3 bestellt. Das war sehr schön. Und da war der erste Kommentar, nee, das nicht. Alle anderen schon, aber das nicht. Da haben wir zwei, drei Songs gespielt und dann, ja okay, doch komm, nimm das auch. Aber das war auch so ein, das nee, dahin nicht ganz war richtig, auch, die Ansage war ja tatsächlich, ihr seid die Band, whatever. Ja, aber da, an diesem Bier, das ist eine gewisse Erwartungshaltung auch, da gewöhnt man sich an. Hing wir lange ran. Also das ist auch so ein Bier, was naja, man nicht einfach hinterstürzt. Und das braucht Zeit. Ist quasi eine perfekte Überleitung für das Bier Nummer 7 heute Abend. Patrissimo von Siberia. Weil das ist wohl mexikanisch, was wahrscheinlich Spanisch ist als Sprache. Und bedeutet sowas wie great oder großartig. Geil. Ein Hot Chocolate Mexican Stout mit 11,7%. Hot Chocolate Mexican Stout? Ich habe ein bisschen Angst. Mexikanisch für uhure geil. Ja, und die Aufmachung ist so schön, man möchte es eigentlich gar nicht aufmachen. Sieh dir, was machen unsere Kommentare hier? Gibt es ja Rückmeldungen aus dem Publikum? Übrigens schöne Grüße nach Magdeburg. Und warum steht hier ein unbenutzter Lauterbacher auf dem Tisch? Das ist nicht manche Leute wundern sich, warum wir sagen, dass man eineinhalb Liter Dose länger trinkt. Das sind die drei aus dem Gartenhaus. Also ich finde ja auch, das muss man mal ganz kurz, wir sind ja noch bei dem hier so, also, das muss man aber auch den Tschechen lassen, dass die auch ein fast 12%iges Bier konsequent in einer 1,5-Liter-Dose haben. Also dem tut es nicht gut, wenn er warm wird. Dem Lauterbacher völlig egal. Dem Lauterbacher ist es egal. Also ich würde sagen, die Kommentare lassen auch langsam ein bisschen nach. Liegt wahrscheinlich auch am Bierkonsum. Die Evil Twins sagen Greetings to Mr. Bache. Ich habe auch so eine Vermutung, wer die Evil Twins sein könnten. Ah, Twins, ich habe auch gewisse. Ja, ja. Die sitzen da hinten irgendwo. Sind das die anderen zwei Drillinge von dir? Ja, ich denke, es bestehen zumindest verwandtschaftliche Verhältnisse. Ja, ja, und bei Till ist man schon wieder durstig, war ja klar, dass der Captain Blaubeer dort reingestürzt wurde, als gäbe es kein Morgen. Aber das ist definitiv kein Sturzbier. Also Captain Blaubeer ist so ein... Was ist denn jetzt hier? Wollen wir mal die Dosen rüberbringen? Ich finde es schön, samtig, schmeichelt der Kehle. Großartig. Warum habe ich hier wieder das Depot reingekippt, aber es schadet nichts. Das ist okay, das ist vollkommen gut. Oh. Also was ich gerne machen würde, bevor wir irgendwie nochmal... Vielleicht müssten wir das ein bisschen Biere musikalisch verkosten, einleiten. Musikalisch irgendwie ich meine, einen Punkt bei, setzen, weil diese 7 Biere... Bei Tills zu Hause können die ja schon mal die Dosen aufmachen und sich was reingießen. So. Aber naja, ganz oft sind ja 6 Biere und wir wollen dieses 7. Bier, das genießt schon so ein bisschen so ein... Ganz zufällig haben wir doch da ein Lied dazu. Ist es nicht ja das 7. Bier? Stimmt. Extra also, für diesen Abend komponiert. Ich spiele quasi das Lied, dann trinken wir das Bier und dann ist so langsam, lassen wir den Abend langsam ausklingen. Und Johnny Cash hat das Lied bei uns abgeguckt, so. Damals. Ja. Ein bisschen umgeschrieben und an irgendeine damals unbekannte Band verkauft. Ich glaube, Motorhead oder so heißen die heute. Ich weiß gar nicht. Oder hießen die mal. Oh. Dann ist genau, nicht mehr. Noch, da ist es Zwiebeln für später. Naja, aber bei Till kommen wir ja noch vorbei auf dem Nachhauseweg. Da können wir noch ein bisschen helfen bei den Vorräten und überhaupt. Genau, weil da stehen noch die Venen. Das klang jetzt mehr wie eine Drohung. können wir das dann auch, Christine, technische Zwischenfrage, können wir auch unseren Nachhauseweg noch streamen? Das wird schwierig. Naja, hier spannend, würde ich sagen. Das überlege ich mir jetzt. Das geht. Das geht auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich nicht auf YouTube. Genau. Wieso? Einfach hier. Jan rennt nebenher.
Mit dem unendlich langen Kabel. Hotspot. Jemand macht einen Hotspot und Jan rennt mit dem Laptop. Das siebte Bier. Das siebte Bier. So, das ist aber eine Frage noch. Was hat es eigentlich mit dieser Bierflasche da auf sich? Die ist dein Mikrofon? Oder? Du musstest auch so ein bisschen mehr in die Kamera drehen, hier das Etikett. Nee, das ist fixiert. Ach, das ist also fixiert. Die Werbung ist der dazu. Für alle, die das nicht sehen, warte, es ist so. So wird es aussehen, wenn man so wäre es. Komm, geh mal. In der Regie noch eine Sekunde, das umzuschalten, ja? Trinkt Sünde. Denn, wie man auch im Erzgebirge gesagt, nicht umkommen. Wohl wahr. Also, warum singen wir eigentlich über das siebte Bier? Ach, Seven Goes to Heaven. Es ist halt das ist die Magie der Zahlen, oder? Ja. Es muss ja, also ich meine. Das magische Element steht einfach jetzt darin, dass man sieben Bier trinkt, ohne zwischendurch. Diese unqualifizierten Kommentare aus der Technik. Haben wir ja alle gefailt bis jetzt schon mal. Ja. Aber es, nachweislich gab es das, Leute, die sieben Bier getrunken haben, ohne na, wir alle, das Set zu verlassen. Ich nicht, ich gebe das zu. Ich bin bei 6, 3 Viertel gescheitert. Aber Bieber Deluxe. Na? Siebte Bier? Long, long time ago. Das ist Bieber Lunatic. Die Mamba. Lethal. Lethal Bieber. One beer, two beer, three beers, six beer, no. Siebte Bier. One, two, three, four. If you like the gospel, I tell you I'm your man. You drink some, you spill some, it's not the same to me. Your pleasure is to pee, everyone can see. We don't share your greed, the only beer we need is the sainted beer. The sainted beer. Take it number six, dancing with the beaver. Drink it for the show, it's all a fever drink. Seven goes to heaven, the beaver's watching you. Open up and give, raise your fist, don't spit, cause it's the saint's beer. The saint's beer. Woo! Drink seven beer and the beaver is your friend. Oh yeah, your true word was never spoken. So, sind wir ready for the Mexican revenge. Ich denke ja. Ich trinke noch dazwischen eine Bier. Stine, was machst denn du hier? Machst du zwischendurch noch einen Insta-Post oder? Love Mails oder irgend sowas? Alles. Hm. Ja, und vergessen jetzt Zwiebel zu trinken. Weil das ist definitiv kein Captain Blaubeer. Nee, das ist Sünde Hell. Nee, ich habe ja noch ein schönes Cold IPA. Zwar nicht mal ganz so cold, aber kann man trotzdem noch trinken. Also ist trotzdem noch lecker. Oder 20? Mhm. Mega.
Naja, ihr seht ja schon die schönen Dosen hier. Ich sehe es ja selber gerade. Neben Sündebräu Helles stehen die schönen tschechischen Dosen mit mexikanischem Outfit. Es sieht du doch ein bisschen ähnlich. Die Blässe zumindest. Das knochige Gesicht. Also das mit dem Layout haben die ja wirklich drauf bei Siberia. Das ist wahrscheinlich das schönste Layout, was ich je gesehen habe. Also, das ist wirklich gut. Das ist wirklich. Pff, da sind Leute am Start, die sich auskennen. Es ist nicht so ein gutes Layout wie bei Sündebräu Hell, aber so prinzipiell. Aber sie haben sich stets bemüht. Sie haben sich Mühe gegeben. Das war klar. Ja, also schenkt sich einfach mal ein, nehmt mal eine Nase. Und dann, ja, man kann da irgendwie gar nicht so viel dazu sagen. Also man könnte, also ich könnte vorweg schon Food Pairing dazu machen. Da passt auf jeden Fall eine Schwarzwälder Kirschtorte dazu. Man braucht aber eigentlich auch gar nichts dazu, weil es ist quasi ein Chocolate Fudge. Es ist auch ein Bier zum Beißen. Ein Bier zum was? Zum Beißen. Ja, aber es ist aber auch nicht too much. Gibt's denn was zu trinken? Super ausbalanciert, aber ansonsten kann man auch irgendwie dunkle Schokolade dazu essen oder ein Brownie. Ich bin sehr gespannt auf El Portorinos Rückmeldung dazu. Oh, das ist oh ja, El Portorino, wenn du noch nicht im Bettchen bist. Das hier raus. Lecker. Wir möchten wissen, wie dir das Bier schmeckt. Das letzte Bier ist abends, Bier Nummer 7. Moment. Kein Cuvée. Das ist wahrscheinlich das Bier, warum wir dazu aufgerufen haben, das Tasting zusammen zu machen und Biere zu teilen. Bei Sünde Hell war das vielleicht noch nicht so offensichtlich. Aber bei Sünde Hell hätte man quasi auch jedem 2 hinstellen können, weil es so gut schmeckt. Ja, ja, weil es so gut schmeckt. Aber jetzt ist ja... jetzt sind wir ganz an Siberia. Also ich meine, jetzt könnten wir ja nochmal so ein Rachermantel an... Lass uns mal was zur Farbe sagen. Genau. Dazu. Na, das ist ja... Dubrig. Was ist denn der Wenkel? Argus, ich weiß Dubrig. Nicht, was man sagen würde. Ja, das ist schon mehr als Dubrig. Dubrig ist noch so ein bisschen... Geht noch was durch an Licht. Ja, okay. Hier, es wird langsam dunkel, aber das ist, das ist jetzt schon hier... Dunkelschwarz. Motoröl, oder? Da ist schon der Geruch. Also es ist auf jeden Fall kein Bier, das heilige Schleusebel ist, oder? Ich hab's noch nicht gekostet. Ich kenne da Leute. Schnell zwischendurch. Das ist nur für den Beifahrer. Lange Distanzen. Nur für den Beifahrer. Nur für den Beifahrer. Für den Olli, wenn er mal wieder aus Prag abgeholt wird. Ja, wir hatten ja ähnliche Kaliber am Start. Das ist da gibt's, da muss man sie nicht verstecken. Oh, danke sehr. Oh, das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu kühl. Oh, El Portorino ja, sagt, das Patrissimo ist klasse. Fast dickflüssig, Schokolade und Vanille, aber nicht zu süß. Okay. Geil. Vielleicht könnte man auch ein Yes-Törtchen dazu servieren. Oh, wer geht nochmal los? Also was extrem geil ist, das muss man mal erwähnen, wirklich, sowas fällt halt jemand auf, der sich mit irgendwie sowas... Aber guck dir das mal an, dieses Männchen hier als Nase, hat das wieder den Tannenbaum von Siberia. Ja, genau. Das ist schön gemacht, das ist einfach gut. Ja, also ich meine, man sollte auch vielleicht viel mehr so... Also nicht viel mehr, natürlich ist das Bier das Wichtigste, aber Design, ich meine, du kannst ja jedes Mal irgendwie ein Bier in eine Dose packen oder in eine Flasche und irgendwie machst du irgendwas drauf. Wenn zum Beispiel hier Eibenstocker oder auch das Kerwider-Design finde ich super klasse oder hier, wo sich jedes Mal jemand was rausdenkt. Ja. So, ja. Also entweder was eine Linie durchfährt oder wo immer was anderes ist, aber wo wiederum die Linie anders zu finden. Also wie hier in so einem gewissen Stil, der halt... Na, Food Pairing haben wir heute noch gar nicht. Ich meine, das kann sich ja durchaus widerspiegeln, dass dieses, was in der Dose ist, auch nach außen irgendwie so getragen wird und dass man das nicht in Ordnung. Also falls großartig. Jemand hier nach großartig. Schokolade ist zum geiler Scheiß, oder? Zum Bier, das kommen wir mal da. Geiler Scheiß. Kann jemand, schmeißt das mal rüber? Ja, man möchte es gar nicht entsorgen. Oh, das ist einfach viel zu schön. Das ist wie so ein Kunstwerk. Das ist wirklich schön, ja. Aber das macht es ja auch aus. So. Also das unterscheidet ja auch so ein bisschen, sage ich mal, diese Handwerksbrauereien oder Craft-Bier-Brauereien. Das ist irgendwie von vorne bis hinten so eine Art Komposition oder so, oder mit Liebe gemacht. Dass ja, man sich das Etikett, also das Rezept, dann die Verpackung, das Etikett,
die Band, die Texte, gehört. Die Texte, die Band, passt genau. Alles zusammen. Ja. So wie bei Sünde hell. Sorry, langsam wird es albern. Aber Sünde hell ist ein geiles Bier. Also zum Durchspülen hinterher. Also mit der Schokolade, jetzt bin ich gespannt. Ja. Aber hast du es vorher schon gekostet? Oder? Kaffee. Wenn auch noch viel zu kalt, aber das merkt man schon. Schön okay. Warum nimmst du so drastischen Schokolade rein damit? Weil das ist gut. Ah, die Laubenbiber vermelden, das Patrissimo ist das beste Bier des Abends. Naja, deswegen ist es. Ganz langsam. Deswegen haben wir es ja auch an das Ende genommen. Mensch, ich Fuchs hin, war das? Wer, was? Ach, da sind wir über das. Das Trinkspruch war gestern. Aber warte mal, der war 17, 80, 20, nein. Jetzt habe ich ihn endlich gemerkt. Genau, 70, 80, 20, nein. Ich habe gesagt 17, 18. Stine, du hast dein Lauterbacher noch nicht ausgetrunken. Aber Stine, nur so. Nur so. Ein Datenstück, was noch so leicht in 10 hängt, dann kommt es noch besser. Aha. Also wer zu Hause Schokolade hat. Aber ich würde auch mal gern nicht die Diskussion anfangen wollen, ob das beste Bier des Abends das sein, weil ich meine, wenn du mehr Alkohol, mehr dickflüssig, weniger Wasser und mehr andere Dinge, wird das Bier natürlich ein bisschen intensiver und anders. Aber vielleicht würde ich ja sogar sagen, vielleicht ist ja das 4,3%ige Bier an zweiter Stelle das beste Bier des Abends, weil das aus dem wenigsten das meiste rausgeholt hat. Ja, das ist jetzt zu kompliziert. Das ist immer die Frage, was man für Maßstäbe ansetzt. Vielleicht ist es auch Geschmackssache. Vielleicht gibt es Leute, die Kaffee, Schokolade. Das ist halt die Frage, genau. Welchen Maßstab setze ich an? Was ist das beste Bier des Abends? Weil es am meisten knallt, weil es am dichtesten ist, weil es am dunkelsten ist, weil es am frischesten ist, weil ich dort Vanille reingeschmissen habe. Genau. Oder wenn ich tatsächlich einfach nur ein Bier genommen habe und schon mal gestopft habe. Und vielleicht, liebe Regie, vielleicht gibt es auch Leute, die finden einfach. Das Sündebier Helles, das beste Bier des Abends ist. Ich denke, da sitzen irgendwo in irgendeiner Laube ein paar Leute. Die werden das begrüßen. Nee, die haben das gar nicht mitgenommen, weil sie gesagt haben, das hatten wir doch schon zu Genüge. Das kannst du doch jetzt so öffentlich nicht sagen hier. Jetzt verrat doch keine Internas. Naja, das macht man halt, wenn man beschwipst ist. Deswegen an alle da draußen. Alle weiteren Fragen irgendwann mal an einem Tresen irgendwo. Weil 2024. Da plaudern nämlich die Leute aus dem Nähkästchen. Und hier ist das alles so steif und professionell und gescriptet und so. Das ist ganz der Gospel. Steif und professionell. Ist das so ein bisschen steif? Würde ich mitgehen. Aber professionell, naja. Aber das riecht. Also, wenn ich jetzt das rieche. Das ist mega lecker. Das ist ein gutes Bier. Hat es eine leicht. Riecht es auch so ein bisschen rauchig irgendwie? Das könnte aber hier. Aber ja, aber es passt zu der Kombi des Räuchermännchens auch irgendwie. Und ich habe ja. Also, ich muss ja zugeben, ich komme ja nicht aus dem Land der Räuchermännchen. Ich komme ja eher aus Südeuropa. Und da kennt man das nicht. Und da ist es irgendwie schwierig. Das ist anders konnotiert. Sich daran zu gewöhnen. Und das erste Räuchermännchen, was ich überhaupt leiden kann, ist seitdem Eibenstock diese Bierflasche gedrechselt hat. Also, oder hat drechseln hat lassen. Und mir ist das mehr als einmal passiert, dass ich bei diesem Herrn hier zu Gast war, nur einen kurzen Blick auf den Tisch geworfen habe und gefragt habe, was hast du denn da wieder für einen geilen Scheiß am Start? Und dann auf den zweiten Blick, ne, ist halt ein Räuchermännchen. Ne? Das war letztens bei uns zu Hause und er sagt, ich mach mal das Bier auf und jemand wollte schon die Flasche aufmachen. Das ist richtig gut gemacht, ja. Nee, ist wirklich, ich habe auch heute lange in der Vorbereitung, für die, die es nicht wissen, wir sind seit 15 Uhr hier ungefähr. Oder so halb drei um drei. Irgendwie. Ich habe mehrmals gedacht, das ist irgendwie ein Bier, was auf dem Tisch steht. Das ist schön gemacht. Richtig gut gemacht, ja. Kurze Frage. Wie schmeckt ihr den Chili hier raus? Also doch, also ich finde, man merkt ihn, also nach der Schokolade merkst du ihn nicht mehr, aber ich finde, sonst kannst du ihn echt wahrnehmen, der ist dezent eingebunden, auch so, dass Leute wie ich, der ist die nicht scharfes essen können,
hintenrum. Das irgendwie zu schätzen weiß. Und du meinst so, ah ja, ja. Weil ich meine, wenn du irgendwie eine Hot Chocolate zu dir nimmst, da willst du ja jetzt auch nicht irgendwie was, wo du denkst, jetzt brauche ich gleich noch IPA oben drauf, um das abzuwischen. Ach, wieso? Oh, Alter. Prinzipiell, guter Gedanke. Oder ein Sünde hell. Oder ein Sünde hell. Oder nächste Nacht. Hot Chocolate auch. Nicht so helfend gewesen. Okay. Aber wie auch immer, also ich meine, man könnte jetzt noch so eine Hitliste abfragen oder die Leute fragen, was war euer liebstes Bier, aber haben wir ja gerade schon. Haben wir ja gerade schon beantwortet. Sind nein, es ist, es ist wir irgendwie, argumentieren nicht, wir erklären nur. Es ist irgendwie Geschmackssache, es kommt auch so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also, wenn man den ganzen Tag auf einer Hochzeit verweilen muss, will man wahrscheinlich nicht die ganze Zeit einen Imperial Stout trinken, weil dann ist man nach dem Kaffee trinken hinüber. Es kommt auf die Hochzeit drauf an. Ja. Also, wenn meine Großtante nochmal heiraten würde, würde ich sagen, fange ich lieber damit an. Deine Großtante. Hast du überhaupt eine Großtante? Mit Sicherheit. Du hast eine Großtante. Ja, die ist 88 fast. Und wenn die nochmal heiraten würde? Ne? Hättest du weniger Arbeit. Wenn die wobei man, also, wenn, wenn man Untappd kennt, zum Beispiel diese App, na, wo du so Biere bewerten kannst zwischen 0 und 5. Gibt es 0? Nee, leider nicht. Also das ist der größte Fehler von Ansep, dass es nicht 0 gibt. Ja, das stimmt, ja. Wegen Heineken. Ja, aber das ist auch und kein diversen Fehler, anderen. Da ist ein Fehler. Eigentlich ja, müsste es ein Minus geben. Jetzt geht es so an, aber es ist ja, ich meine, dann, also wenn ich versuche, ein Rotwein zu checken, dann würde ich 0 geben, weil es kein Bier ist. Ja, Minuspunkte. Also, Minuspunkte müsste es auch geben. Ja. Also für Heineken würde ich gerne Minus vergeben, zum Beispiel. Das ist ja doch schon ziemlich ein Bier-Nazis. Warum ist man da Biernazi, nur weil man Heineken keine Punkte gibt? Hat ja der eine beschwert sich über Biernazis. Null ist doch schlimm. Ich würde gerne Minuspunkte geben. Ich würde schon gerne Biernazis. Aber ist egal, worauf ich hinaus will, ist, dass man maximalste Anzahl bei Untappd ist 5, oder? Ja. So. Und wenn man, wie du zum Beispiel, der hätte locker gut über 1000, oder? Bist du, oder? Bist du über 1000? Das über 2000. Nicht, das möchte ich nicht öffentlich diskutieren. Du bist da schon verdammt hoch. Also du musst sagen, nimm die Sache ernst. Nimm die Sache ernst. Der Lippi bewertet kein Bier, was gut. Also wo man, was man einfach mal so mitnimmt, ist ja so am Drive-In oder so im Spätshop, oh, schmeckt geil, 4,3 oder so, das macht der Lippi nicht. Der bewertet das sehr ernst. Und ich denke, wenn, also heute hat keines der Biere wirklich so diese Vierer. Also das waren alles 4 plus Biere. 4, also zumindest für keines hat es unterschritten, ja. Also keines dieser Biere war, also die waren alle top. Ja, aber dafür habt ihr... Gut, was erwartest du? Nee, aber dafür habt ihr auch ja, mich eingeladen, dass ich euch erkläre. Ich meine, sonst hättet ihr damit angefangen, weil die Dose so geil aussieht. Nein, dafür danke. Und das Helle danach so, was ist das jetzt hier? Was ist das hier für ein Zeug? Nein, wir hätten natürlich trotzdem mit Sünde hell angefangen, weil Nico uns die 5 Kästen hinstellt. Na, aber ich würde jetzt mal hier zusammenfassen und sagen, also wir sind jetzt bei irgendwie 22.30 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt hier 2,5 Stunden Bier getrunken, 7 Biere in 2,5 Stunden mit Musik. Um mal jemanden zu zitieren, es muss ja irgendwann mal gut sein. Oha. 7 Stunden Bier trinken, es muss irgendwann mal gut sein. Ich meine, es war die Anzahl von 13 Bier, die da der Maßstab war, nicht die 7 Stunden. Aber also ich würde schon gerne noch ein Song spielen. Von daher würde ich sagen, also zum Beispiel El Poderino hat auch schon einen Kommentar geschrieben, dass man das, den Chili dezent nur merkt, dass es aber auch gut so ist bei dem Bier. Ja. Das ist perfekt. Und ich glaube, dass irgendwie... Die Laubenbiber haben ja schon gesagt, sie finden es ziemlich geil. Sie haben auch das Helle im Vorfeld genügend appreciated, wurde hier vermeldet. Ja. Also von daher keine Sorge, also vorgespült wurde mit dem Hellen. Und dafür ist Sünde. El Poderino hat auch gerade seine Hausaufgaben gemacht und sagte, bei Leo Max Snyder sind es 2384 verschiedene Biere auf Untappd. Ja. Oh, aber nicht First Check-In. Also, man muss hier sagen, es ist nicht so, dass sich hier keiner Mühe gegeben hat. Hat er einen längeren Text geschrieben? Nee, aber ich würde jetzt sagen, also, dass es jetzt eigentlich eine gute Sache ist, um die Sache abzuschließen. Ich würde mich bedanken bei den Leuten, die irgendwie dabei waren.
die also ihr könnt gerne, also ich glaube, ich glaube irgendwie die abschließenden Worte zu Worte, ich sage immer irgendwie alles mit Doppel-D teilweise, das ist aber... Worte. hast du zufällig gebusinesslunched mit irgendeinem Dresdner? Oder? Wahrscheinlich, ja. Genau. Worte, ja. Nee, aber ich also weil wie gesagt, es war jetzt nicht irgendwie ein offizielles Dr. Hops Tasting, sondern es war einfach ein bisschen so eine Spaßgeschichte, irgendwie Beer Project Umbrella, deswegen auch hier die ganzen Regenschirme. Kann man übrigens auf der Wolfgang-Heinze-Straße sich schneidern lassen, so eine Jacke. Und das war auch die Idee für Umbrella, weil ich mir dachte, das ist so ein Dach für diverse Projekte, die nicht nur explizit mit Bierverkostung zu tun haben und die verschiedene Sachen zusammenbringen können. Genau. Und es war einfach so ein bisschen so ein Experiment heute. Es war nicht direkt über Dr. Hops. Sündebräu hat uns hier Obdach gewährt. Vielen Dank. Wir haben selber ein paar Biere ausgesucht. Genau. Sündebräu hat uns ein paar Helle hergestellt. Danke auch an die Crew, an die teilweise Crew von Anfang an und hier irgendwie, ja, danke an euch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch drauf eingelassen habt und jetzt würde ich einfach sagen, spielt den letzten Song und dann sind wir offline, oder? Oder 2 oder 3. Und alles weitere dann irgendwann mal, wenn es wieder geht, beim Bierchen am Tresen. Oder am 15.04. in Hamburg zum Geburtstag des Prototypen. Also, weil dann müsste wahrscheinlich alles wieder safe sein. So. Ja, und so allen anderen bis dann Tastings. Ich gerne. Sing und dann spielen wir. Die Zeit, die war schon rein. Den früher haben wir auch gesehen. Und der Zeit hat auch gerecht. Wo bin ich ja hineingeraten? So, naja, da spielen wir jetzt noch was und dann fangen wir endlich mal an, Bier zu trinken, oder? Ja, kann man mal hier, ja, dann kann man mal hier so... Ich würde mal sagen, hier in der Brauerei steht doch noch einiges. 4 Stunden? Das muss doch bestimmt weg. Das muss doch bestimmt weg. Das Red Ale da hinten. Nico hat zwar gesagt, dass es noch nicht so weit wäre, aber der sagt es ja nur, weil er nicht will, dass wir zwickeln gehen. Das Zeug ist echt krass. Warum? Da wie an einer Flasche Wein halt wirklich ein bisschen länger dran sitzt. Ne? Ja, aber ich kenne doch den 20, der an einer Flasche Wein nicht so lange sitzt. Ja, das ist dann ein Billigscheiß gewesen. Aber das ist ja wirklich hier, da nippst du einen Schluck. Und dann das hat auch wie ist das? Das ist wie eine Flasche Wein. Mhm. Ja. Aber es ist halt der Geschmack und alles, wie es so runtergeht. Das ist das war schon kurz versucht, den Gürtel zu ziehen. Wie das wollen wir noch mit dem Belt-Fight dann aufhören? Nein. Die Kamera, wir werden das auch nicht ausziehen. Tanti, warte mal. Du musst dich erstmal anziehen, bevor ich wenigstens fürs letzte Lied. Komm. Siehst du jetzt mal deine Jacke an, oder was? Komm, Sveni, dir ist doch kalt. Es gibt uns Fans, die haben die erwarten es einfach. Warte mal. Machst du los? Ich muss eine Wette gewinnen. Das ist die beste Verabschiedung des Tontechnikers. Ich muss los, ich muss eine Wette gewinnen. Geil. Irka, vielen Dank. Vielen Dank, mach's gut. Der macht doch auch gar nicht los. Ach, das war nur das hier. Ja, das war irgendwie so ein, was macht er da? Sozialistische Bruderkuss. Verrückt. Mehr Spinner. Baddest Motherfucker. Harte Nummer. Für harte Typen. Und dann steigen wir aus. Nee, partierte Gardner-Stand. Nicht? Ah, okay. Was? Welches Spiel jetzt? Na, vielleicht erst hier die Gardner und dann Badass und dann ausspielen. Mhm. Also Gospels of the World. Mhm. Beer in the Field. Das ist genau jetzt. Also dazu habe ich Notizen, genau, zu diesem Sound. Gibt es den für den Intro? Song about heavy beer drinking. Hear the governor's dead from all around the world, waiting in the line to hear the gospel cry. All are getting dear delirium and sneer. The sound will fill the hall, bring gospel to us all. We sing the gospel, gospel that is true. We own the right, we're here for all of you. Sing.
August happened us, they will always win. We said we would return, and here we are again. To bring you all the gospel that's always right. The voice of gospel to lead you through the night. Now here you stand, the fear in feeble hands. With dreams to be a god, just want to be a man. Greetings! We're the Gospel Singers from Nashville, Tennessee, and today it's birthday time! Beer birthday time! You know, 4 years of Dr. Hops! Greetings! And 5 years of Craft Beer Contour there in, you know, your Lower Saxony, Hanover! Yeah, and 6 years of Beeratory! The pirates are not only on the sea, they are also in Virol! And then now, the holy number seven! 7 years of Mashsee Brewery, also from Lower Saxony, and last but not least, 8 years of Prototype! Prost, Ollie! Great beer, great beards! And now it's time for great music! 1, 2, 3, 4... My carcass dressed all with a disgusting
did I fail? But then I felt pain like never before. Say the Zack shriek, the creature don't struggle no more. I give up the fight. The blackness has won. I had no more tears. I'll never be able to drink one more beer. I'll never be able to drink one more beer. Und wenn's auch Sünde war, vielleicht auch Sünde war, es war so wunderbar heut Nacht. Ich hab mich nicht gewählt, ich hab dir nichts verwählt, ich hab dir ganz gehört heut Nacht. Nun ist es mir egal, was die Welt denkt von mir. Ich komm nach dieser Nacht nie mehr los von dir. Und wenn's auch Sünde war, und wenn's auch Sünde war, es war so wunderbar. Tausendmal hab ich mir vorgenommen, fest zu sein und nicht zu dir zu gehen. Und nun bin ich doch zu dir gekommen, denn ich konnte nicht widerstehen. Und wenn's auch Sünde war, vielleicht auch Sünde war, es war so wunderbar. Heut Nacht, ich hab mich nicht gewehrt, ich hab dir nichts verwehrt, ich hab dir ganz gehört. Nun ist es mir egal, was die Welt denkt von mir. Ich komm nach dieser Nacht nie mehr los von dir. Und wenn's auch Sünde war, und wenn's auch Sünde war, es war so wunderbar. Oh.